Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Wir würden so allmählich mit der Veranstaltung auch starten. Also was heißt allmählich? Eigentlich ziemlich zügig. Deswegen wäre es schön, wenn Sie einfach Ihre Plätze einnehmen. Und leider muss ich Sie bitten, auch am Platz die Maske aufzubehalten. Es ist einfach Teil des Hygienekonzeptes. Auch wenn Sie schön weit voneinander entfernt sitzen, bitte lassen Sie doch die Maske auf. Hartnäckige Viren erfordern hartnäckige Virologen, hat der deutsche Mediziner und Nobelpreisträger Harald zu Hausen mal gesagt. Und Hartnäckigkeit, da erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, Hartnäckigkeit mussten wir alle in den letzten Monaten an ganz vielen Stellen beweisen. Und ich würde sagen, ja, wir waren auch alle ziemlich hartnäckig. Nicht nur die Virologen und Immunologen unter uns, sondern auch ganz viele andere Menschen. Die Ärztin zum Beispiel, die immer wieder um das Leben von Patienten im Krankenhaus kämpfen musste. Der Krankenpfleger, der wegen Corona Überstunden geschoben hat. Die Altenpflegerin, die dementen Menschen erklären musste, dass und warum kein Besuch mehr kommt. Der Unternehmer, der Corona-Tests auf den Markt gebracht hat. Der Arbeiter, der in der Fabrik Masken oder eben auch Tests unter teilweise wirklich schwierigen Bedingungen auch produzieren musste. Die Programmiererin, die an der Corona-Warn-App mitgeschrieben hat, der Wissenschaftler, der Studien gewälzt hat und Hygienekonzepte erarbeiten musste und natürlich die Forscherin, die mit ihrer Arbeit dann den Durchbruch beim Impfen gebracht hat. Sie alle waren ziemlich hartnäckig. Und dass wir diesem Virus mittlerweile nicht mehr hilflos ausgeliefert sind, das verdanken wir diesen Menschen und eben ihrer Hartnäckigkeit. Aber all diese Menschen, die agieren natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind Teil unseres Gesundheitssystems, des Gesundheitssystems auch in Baden-Württemberg. Und wie reibungslos so ein System funktioniert, wie gut ein Land medizinisch aufgestellt ist und wie gut es dann auch durch so eine Pandemie kommt, das hängt natürlich auch davon ab, wie gut die Rahmenbedingungen sind, wie gut die zusammenarbeiten, die dieses Gesundheitssystem auch prägen. Also Politikerinnen, Wissenschaftler, Unternehmer, Mitglieder aus den Verbänden, von den Kostenträgern, Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser, alle gemeinsam legen ja die Grundlage für ein funktionierendes Gesundheitssystem. Also gemeinsam gestalten Sie alle, die Sie auch heute hier sind, den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Und auch diese Erfahrung haben Sie vielleicht in den letzten Wochen und Monaten noch stärker gemacht. Damit Sie das tun können, damit Sie vernünftige Rahmenbedingungen schaffen können, ist es ganz wichtig, dass Sie alle auch miteinander reden, dass Sie wissen, was der eine oder die andere tatsächlich braucht. Das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg vereint mittlerweile über 500 Expertinnen und Experten. Nicht zum Selbstzweck, sondern eben, weil die Menschen im Land davon profitieren, wenn sie alle sich vernetzen, wenn sie miteinander zusammenarbeiten. Corona hat ja nochmal bewiesen, wie wichtig diese Vernetzung ist. Aber klar, die Pandemie hat uns auch gezeigt, wenn ich es mal freundlich formuliere, wo wir noch Potenzial haben, wo noch Luft nach oben ist. Wir wollen deshalb diesen Tag heute, diese Veranstaltung heute und morgen nutzen, zu schauen, was in den letzten Pandemie-Monaten passiert ist, aber auch in der Zeit, seit es dieses Gesundheitsforum überhaupt gibt. Und wir wollen natürlich auch einen Blick in die Zukunft werfen und uns die Aufgaben anschauen, mit denen Sie sich in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht beschäftigen werden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Endlich wieder eine Präsenzveranstaltung. Ich habe es gerade schon gesagt, für mich ist es auch wieder eine ganz neue, schöne Erfahrung nach anderthalb Jahren überwiegend mit Videokonferenzen und so. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich wirklich viele von Ihnen auch hier live vor Ort begrüßen darf. Aber wir freuen uns natürlich auch, dass ganz viele uns auch noch von zu Hause, aus dem Büro, von überall im Land noch zugeschaltet sind. Ich würde sagen, dass wir mal so richtig rein ins Thema kommen. Machen wir einen kleinen Blick zurück und schauen auf 3 Jahre Gesundheitsstandort Baden-Württemberg und ich sage einfach mal Film ab. Die Gesundheitswirtschaft ist die beschäftigungsstärkste Branche in Baden-Württemberg. Das macht den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg so wichtig.
Unter Federführung der Landesregierung vernetzen sich unter dem Dach des Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg die Akteure der Gesundheitsbranche. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 bringt das Forum den Gesundheitsstandort stetig voran. Mittlerweile können wir schon die dritte Zwischenbilanz ziehen. Auf zahlreichen realen und virtuellen Veranstaltungen gab es die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung. Die Zahlen sprechen für sich. Die Zahl der Akteure stieg seit 2018 von damals 50 auf heute über 500, die aus 264 verschiedenen Institutionen kommen. Aktuell werden 64 innovative Projekte mit rund 100 Millionen Euro gefördert, davon 22 neue Projekte mit Pandemiebezug. Dabei arbeiten zahlreiche Institutionen in ganz Baden-Württemberg überwiegend in Kooperationen zusammen. Es gibt 6 strategische Handlungsfelder mit Empfehlungen für den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Sie umfassen die Digitalisierung im Gesundheitswesen, die Optimierung der Zielgenauigkeit von Diagnostik und Therapie, die Bildung von Innovations- und Translationsschwerpunkten, die Unterstützung der Unternehmen bei der Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen und Regularien, die Optimierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie die Kommunikation zum Gesundheitsstandort und zu gesundheitlichen Innovationen. In Publikationen wie den Jahresberichten, den strategischen Handlungsempfehlungen und dem Pandemiepapier werden wichtige Ergebnisse für die Zukunft des Gesundheitsstandortes zusammengefasst. Eine Kommunikationskampagne zu den Schlüsselthemen des Gesundheitssektors und zur Bekanntmachung des Forums soll künftig für noch mehr Vernetzung und Strahlkraft sorgen. Besuchen Sie auch die Homepage des Forums. Also Sie sehen, es ist einiges passiert seit dem Jahr 2018. 2018 kam die Initiative für dieses Forum ja vom Ministerpräsidenten. Wir freuen uns sehr, Herr Kretschmann, dass Sie heute auch mit dabei sind und dieses dritte Forum auch nochmal eröffnen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Moderation des heutigen Tages. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Ministerin Bauer, sehr geehrter Herr Minister Lucha, darf in Vertretung der Wirtschaftsministerin Ministerialdirektor Kleiner recht herzlich begrüßen, sehr verehrte Akteurinnen und Akteure des Forums. Besonders möchte ich natürlich diejenigen begrüßen von Ihnen, die Themensprecherinnen und Sprecher sind und heute eine aktive Rolle spielen. Sehr geehrter Herr de Witte, meine Damen und Herren, es ist ja mittlerweile schon eine Tradition, dass wir uns alle im Oktober treffen und in diesem Jahr endlich wieder live, nachdem im letzten Jahr nur sozusagen eine Videosprechstunde möglich war. Inzwischen haben wir ja richtig was geschafft. Beim ersten Jahrestreffen hatten wir die Arbeitsstrukturen etabliert. Beim zweiten ging es vor allem um Impulse, um Corona in den Griff zu bekommen. Und heute ist der strategische Dialog Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg im vollen Lauf. 3 Indikatoren zeigen es. Erstens, unsere Forschungs- und Praxisprojekte sind inzwischen mitten in der Umsetzung. Da stehen Wissenschaftler im Labor und entwickeln eine Art Minifabrik für eine personalisierte Immunzelltherapie. Programmierer sitzen vor dem Bildschirm und vernetzen Krankenhäuser, Ärzte und andere Einrichtungen in einer sektorenübergreifenden Telemedizin-Plattform. Grundlagenforscher schreiben in der Gründungsberatung ihren ersten Businessplan. Und dies alles auf der Basis von mehr als 100 Millionen Euro Landesförderung. Zweitens, 500 Akteure
aus dem Gesundheitsbereich sind im ständigen Austausch mit Ergebnissen, um die uns andere Länder beneiden. Gestern hatten wir ja in Vorbereitung für heute solch ein strategisches Gespräch. Und ich darf Ihnen mal gleich die wichtigsten Ergebnisse des gestrigen Gesprächs zusammenfassen. Es hat sich gezeigt, dass die Herausforderungen mannigfaltig sind. Ich sage mal die wichtigsten Punkte. Wir brauchen beispielsweise vereinfachte Verfahren bei der Sekundärdatennutzung und Verbesserungen im Bereich der Durchführung klinischer Studien. Insgesamt ist der Zugang zu qualitativ hochwertigen realen Versorgungsdaten ein entscheidendes Thema, sowohl für die forschenden Unternehmen als auch für die Wissenschaft. Wir haben auch noch Potenzial, die hervorragende Forschungsleistung unserer Wissenschaft in konkrete Produkte und Unternehmensgründungen umzusetzen. Stichwort Translation. Dazu wollen wir den Ansatz von Transferzentren stärker in den Blick nehmen, zum Beispiel mit Unternehmen direkt auf dem Campus. Weiter. Am Ende müssen medizinische Innovationen bei den Menschen ankommen. An solchen Erfolgen werden wir gemessen. Unser Ziel muss beispielsweise sein, die Möglichkeiten der Zentralen, der Zentren für personalisierte Medizin in die Fläche zu bringen und allen verfügbar zu machen. Das setzt weitere Digitalisierungsanstrengungen voraus und auch eine Abbildung dieser Innovation bei der Vergütung mit mehr Spielraum für die Kassen. Schließlich der Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich und immer umfangreichere Regularien, insbesondere auf EU-Ebene, machen es uns nicht leichter. Auch hier werden wir Ansätze finden. Also nochmal vielen Dank. Sie sehen, das sind sehr, sehr konkrete Handlungsanweisungen. Wir drehen da wirklich ein großes Rad und es läuft uns auch etwas die Zeit davon. Es sind Land, Bund und EU gefordert. Die verschiedensten Interessen müssen ausgeglichen werden. Entscheidend ist, dass wir in Baden-Württemberg, in Deutschland, der EU es schaffen, den Knoten aufzuknüpfen und viel, viel schneller werden. Das war sozusagen eine durchgehende Forderung in allen Bereichen, in den Verfahren, in den Entscheidungen und bei der Ermöglichung von Innovation im Gesundheitsbereich. Also ist Eile da angesagt. Also es ist ein besonderes Kunststück, das haben wir gestern noch mal gesehen, wenn sich Gesundheitsindustrie, Kostenträger, die Gesundheitsforschung und die Versorgungsseite auf umfassende gemeinsame Empfehlungen für den Gesundheitsstandort einigen können. Und drittens ist Baden-Württemberg zu einem Zugpferd geworden, wie wir bei der Medizinprodukteverordnung gesehen haben, wo sich dann Sachsen und Bayern unserer Initiative angeschlossen haben. Auf diese Weise tragen sie alle dazu bei, dass das Forum Gesundheitsstandort ein schlagkräftiges Instrument geworden ist, eine Visitenkarte für Baden-Württemberg und nicht zuletzt auch eine Blaupause für andere Länder und demnächst hoffentlich auch für den Bund. Und deswegen möchte ich Ihre Arbeit an dieser Stelle noch mal ausdrücklich würdigen. Vielen herzlichen Dank für diesen unermüdlichen Einsatz in den letzten 3 Jahren. Meine Damen und Herren, die deutsche Gesundheitswirtschaft wächst ständig und stetig und Baden-Württemberg nimmt dabei eine ganz besondere Stellung ein, denn unsere Gesundheitsindustrie liegt bundesweit auf Platz 1 und zwar bei der Wertschöpfung und bei den Beschäftigtenzahlen. Die Gesundheit ist neben Maschinenbau und Mobilität eine der Leitindustrien unseres Landes. Eine Leitindustrie, die auf der Weltkarte moderner Medizin und digitaler Gesundheit immer heller leuchtet, mit technologischen Innovationen rund um die künstliche Intelligenz, Biotechnologie und personalisierte Medizin. Mit der Verknüpfung zwischen digitalen und analogen Therapien, produktiven Schnittstellen zwischen Forschung, Versorgung und Wirtschaft,
eine hervorragende Versorgung in der gesamten Fläche unseres Landes und attraktiven Rahmenbedingungen für Unternehmen, egal ob sie 250 Jahre Erfahrung mitbringen oder sich gerade in Gründung befinden. Wir in Baden-Württemberg gehen voran, wir bauen unsere Vorreiterstellung aus und bewegen was. Aber klar ist auch, ab und an merken wir, dass wir Berlin und Brüssel brauchen, um weiterzukommen. Und ganz deutlich wird das, wenn es um den Rohstoff des Digitalzeitalters geht, Daten. Lassen Sie mich dazu etwas ausführlicher etwas sagen. Ob KI, Sensortechnologien, Cloud Computing oder Robotics, ohne Daten geht nichts. Und deshalb will ich mich dazu mal etwas ausführlicher äußern. Es kann nicht sein, dass wir weiter dieses Thema mit spitzen Fingern anfassen, wenn überhaupt. Deshalb wird Baden-Württemberg hier die Initiative ergreifen für einen Umgang mit Daten, der nicht mehr zwischen Himmel und Hölle pendelt, sondern verantwortungsvoll schaut, welche Datenzugänge kann man ermöglichen, ohne Menschen in ihrer Selbstbestimmtheit zu beschneiden. Welche Datenzugänge muss man ermöglichen, weil es unverantwortlich wäre, kranken Menschen bestmögliche Therapiemöglichkeiten zu verwehren? Und wo brauchen wir Leitplanken, ohne den wissenschaftlichen und medizintechnologischen Fortschritt auszubremsen, gerade auch in kleineren und mittleren Betrieben? Deshalb bin ich Ihnen wirklich dankbar, dass Sie das Thema Daten so prominent in Angriff nehmen. Denn eines will ich in aller Klarheit sagen: Wenn wir es nicht mit unseren Standards machen, machen es andere, und zwar ohne Standards. Den Forschungsergebnissen ist es egal, wo sie entstehen, hier in China oder einem anderen Land, wo man ganz andere Probleme als Datenschutz zu haben scheint. Das heißt, da droht eine Verlagerung hin zu anderen Standorten und damit verbunden von Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten, ganz zu schweigen von den Wohlstandsgewinnen. Wenn wir da noch die Kurve kriegen und diese Verlagerung abwenden wollen, dann müssen wir endlich die Scheuklappen ablegen und verantwortungsvolle Datenzugänge hinbekommen, zu Bedingungen, die unseren Werten entsprechen. Ihre Arbeit ist deswegen enorm wichtig, weil Sie genau das machen: hingucken, neuralgische Punkte identifizieren und dann Vorschläge machen, wie man an das Thema rankommt. Am Ende müssen wir auch an das gefühlte Verständnis von Daten ran, das in Deutschland herrscht. Sie wissen ja, zwischen gefühlt und tatsächlich gibt es oft ein Delta. Nicht, da ist ja leider nicht mehr nur Vorsicht, sondern oft auch nackte Angst da, die voll auf die Regulierung durchschlägt. Und diesem Gefühl müssen wir auch Raum geben und ihm mit Transparenz und Aufklärung begegnen. Deshalb starten wir demnächst eine Kampagne, in der wir ganz klar sagen: Das ist der Nutzen, das sind die Risiken und das ist unser Konzept, wie wir die Risiken abfangen oder minimieren. Wir müssen hier eine Akzeptanz in der Breite schaffen. Auch deshalb, weil es hier um eine existenzielle Frage geht. Und das kann einem ja jeder Krankenpfleger berichten. Egal wie einer vorher zum Datenschutz gestanden hat, auch wenn er ganz hart da gestrickt war, wenn er Krebs hat, ist ihm der Datenschutz wurscht. Der will gesund werden und sonst nichts. Und wenn er dann wieder gesund ist, dann ist es ihm wieder wichtiger, dass etwa der Arbeitgeber nicht unbedingt von der Erkrankung erfährt. Das zeigt, die Haltung zum Thema ist nicht nur von Mensch zu Mensch verschieden, sondern beim Einzelnen ändert sich seine Haltung ja auch je nach seiner Lage. In den Debatten sind aber immer die Gesunden die lautesten. Und ich finde schon, dass wir auch eine Verantwortung haben, dass jemand, der krank ist, die bestmögliche Therapie bekommt. Ein schönes Beispiel für solche schrägen Diskurslagen sind die seltenen Erkrankungen.
Gerade um da die besten, nämlich personalisierte Therapien anzubieten, brauchen wir die Datenzugänge. Und viele ziehen den Fehlschluss, seltene Erkrankung geht mich nichts an. Aber selten heißt da nicht wenig. Was viele Menschen nicht wissen, 40% aller Krebserkrankungen zählen zu den seltenen Erkrankungen. Damit können viele Menschen dann schon mehr anfangen. Zusammenfassend kann man also sagen, wir müssen vom abwehrenden zum gestaltenden Datenschutz kommen. Das ist die große Aufgabe, die vor uns steht, vor allem in diesem Bereich, aber auch in anderen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir gehen das Thema auf ganzer Front an, denn unser Gesundheitsstandort steht im harten Wettbewerb. Wenn wir nicht aufpassen, springen andere in die Lücken und sagen, dann kommt doch zu uns, wenn es bei euch nicht klappt. Das darf uns nicht passieren, nicht in Europa, nicht in Deutschland und in Baden-Württemberg schon gar nicht. Mit dem strategischen Dialogforum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg haben wir genau das, was wir brauchen. Vordenker, Leute aus der Praxis, Tatmenschen. Also frei nach Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das Forum ist Taktgeber für unser Land, aber weit darüber hinaus. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, heute mit Ihnen allen wieder zusammenzukommen und die dritte Jahresveranstaltung des Forums zu begehen. Ich bin sehr gespannt darauf, aber auch zuversichtlich, dass wir da wieder gute neue Impulse bekommen, um weiter kraftvoll alles auch in die Tat umzusetzen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Schön, dass Sie heute hier sind. Schön, dass Sie heute alle hier sind, dass wir gemeinsam in die Diskussion einsteigen können über ein ganz wichtiges Thema, die gesundheitliche Versorgung von ganz vielen von uns, eigentlich von uns allen. Corona, da sind wir gerade auf der Zielgeraden. Ich persönlich bin ziemlich froh drüber, Sie wahrscheinlich auch, weil Corona mittlerweile, kann man es glaube ich schon sagen, Corona nervt. Und wir sind froh, wenn alle wieder ein bisschen weniger Corona in unserem Alltag ist. Aber vielleicht ist jetzt auch die Zeit, wo wir so quasi auf dieser Zielgeraden sind, zu überlegen, was Corona auch verändert hat. Vielleicht hat es ja auch ein bisschen was Positives gebracht, hat es Dinge angestoßen. Der Ministerpräsident hat in seiner Rede gerade ganz wichtige Stichworte auch schon genutzt, nämlich die Bedeutung der Digitalisierung, die Bedeutung von digitalen Daten. Fragen, die durch Corona noch mal viel stärker auch in die Öffentlichkeit geschwemmt wurden. Fragen, die ja auch ganz wichtig sind zu diskutieren. Es sind ja auch ethische Fragen. Was machen wir mit diesen Daten? Wer soll diese Daten bekommen und unter welchen Voraussetzungen? Das sind Fragen, mit denen wir uns in Zukunft noch stärker als bisher beschäftigen müssen. Und auch unser nächster Gast hat sich über diese Fragen sehr viele Gedanken gemacht. Barthe Witte, Gründer der Hippo AI Foundation. Er hat, ich würde sagen, unkonventionelle vielleicht, auf jeden Fall provokante Ideen auch entwickelt. Vielleicht können die für uns auch ein Anstoß sein, uns mit diesem Thema nochmal anders, neu zu beschäftigen. Ich lade Sie also ganz herzlich ein. Lassen Sie sich ein auf die innovativen Ideen von unserem Impulsgeber. Und ich sage herzlich willkommen, Barthe Witte. Und top, die Wette gilt. Wird er seinen Vortrag in 30 Minuten unterbringen oder nicht? Wir werden am Ende der Veranstaltung dann die Minuten zählen. Jetzt erstmal Ihr Willkommensapplaus. Schön, dass Sie hier bei uns Danke. In Stuttgart sind. Herzlich willkommen. Danke, Frau Hensoldt. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen, Herr Professor Kindervater. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe provokative These mitgenommen und ich steige heute ein mit einem Baden-Württemberger, einem Tübinger, Professor Armin Nasehi. Und Nasehi hat in seiner Theorie der Digitalisierung gesagt, dass die Digitalisierung nichts anderes ist als eine Verdopplung der Welt durch Daten. Er nennt die Digitalisierung das Endstadium Digitalität. Und während ich dieses Buch Muster und seine Theorie gelesen habe, hat er bei mir sehr viele andere Fragen aufgeworfen, weil das stimmt, wenn wir digitalisieren, dann duplizieren wir unsere Welt. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Frage, die ich mir stelle, wenn
die Akkumulation von Daten jetzt parallel läuft mit Akkumulation vom Kapital. Welche neue Bestimmungen hat dann die ökonomische Potenz, die daraus existiert? Und das sind Fragen, die wir uns alle zu stellen haben, weil die Hauptfrage, die er sich stellt, eigentlich die Digitalisierung immer versucht, ein Problem zu lösen. Und da habe ich zum Beispiel ein Beispiel genommen aus die Tesla-Fabrik, die eine digitale Duplizierung der Welt aufgebaut hat und die Welt simuliert. Die simuliert die Welt, um möglichst alle Vorfälle, die es im Straßenverkehr gibt, zu duplizieren. Sachen, die es in der Realität wahrscheinlich gar nicht gibt. Und dupliziere halt die Welt, um ein Problem zu lösen, in dem Fall das autonome Fahren. Ein anderes Beispiel vom Duplizieren, die uns viel oder mich auf jeden Fall viel nahe gegangen ist, ist, was passiert, wenn wir alle Daten von einer Person sammeln, die Sprache, die Bilder, die Videos und daraus einen duplizierten Mensch machen. Und in diesem Fall war es eine verstorbene Tochter und hat eine Mutter ein Experiment mitgemacht in Korea, um Abschied zu nehmen von ihrer Tochter. Und das würde dann live im Fernsehen ausgestrahlt. Und ich werde das jetzt mal zeigen, wie beeindruckend das ist. Oma! Oma! Oma, wo ist das? Oma? Oma, der ist in der Kiste. Ich halte hier auf, weil ich muss fast immer ein Tränchen lassen, wenn ich das sehe, weil die Duplizierung der Welt, die Duplizierung dieser eigenen Person ist so real geworden, dass die Mutter versucht, ihr verstorbenes Kind sogar in die Arme zu nehmen. Und das wirft Frage auf, wer besitzt dann eigentlich dieses KI-Modell, die dann die Duplizierung darstellt? Weil wir reden ja zu viel über Daten, wir reden ja nicht über den Besitz dieses Modells von einer Person. Und um das dann nochmal weiterzuführen, es gibt ein Startup, Replika.ai heißen die. Und die ist entstanden aus einer Geschichte, wo jemand ihre Freundin verloren hat. Und dann hat sie die gesamte Chat- und Mail-Kommunikation als Datensatz genutzt, um daraus ein Replika zu generieren, damit sie weiter mit ihrer Freundin kommunizieren kann. Daraus ist ein Startup entstanden und mit diesem Startup kann man ja all seine eigenen Daten hochladen und man kann dann quasi ein Chatbot kreieren, die das eigene Ich darstellt. Ich habe das nicht gemacht, aber ich habe diese Terms and Conditions, diese Bedingungen, Geschäftsbedingungen von diesem Startup gelesen und siehe da, das KI-Modell, das mein eigenes Ich darstellt, da habe ich keine Kontrolle mehr darüber, das besitze ich nicht mehr. Und das finde ich dann schon sehr fragwürdig, dass man aufgefordert wird, Daten zu teilen, teile sie ihre Trauma an diese App, damit man möglichst viel Daten sammelt, um dieses Replika zu bauen, die man nicht unter eigener Kontrolle hat. Und wir kennen alle diesen Herr, der hat ja wahrscheinlich die meisten Daten von uns oder von der Gesellschaft und kommuniziert schon, dass die nächste Stufe von Facebook nicht eine Social Media Plattform ist, aber ein Metaverse, die man mit Virtual Reality dann anschauen kann. Und er hat wahrscheinlich die meisten Daten. Da muss man sich uns wirklich die Frage stellen, wer besitzt dann das digitale Avatar, diesen digitalen Twin von mir? Und ich glaube, wir müssen ein paar Schritte zurückgehen, wenn wir über Digitalisierung reden. Wie auch Ministerpräsident Kretschmann gesagt hat, wir müssen das verbinden mit unseren eigenen Werten, weil ich das Gefühl habe, dass wir alle abhängig geworden sind von einer Vision, die aus einer Region kommt, nämlich Silicon Valley. Ich spreche ja mit vielen Leuten und sage, wir möchten hier das neue Silicon Valley bauen. Ich sage, warum? Ist das dann notwendig? Können wir nicht unsere eigene digitalisierte Welt aufbauen, eine eigene Vision, die eben mit anderen Werten verbunden ist als die aus Silicon Valley? Und weil wir hier über Gesundheit reden, ist es ja ganz wichtig zu verstehen, über welche Werten sprechen wir hier, wenn es um Gesundheit geht. Und ich bin stolzer Europäer und im Artikel 35 vom Europäischen Grundrechte steht, dass jeder Bürger das Recht hat auf Gesundheitsschutz. Auch die World Health Organization hat ja diesen Akt, dass jeder Zugang haben soll, die USA aber nicht unterschrieben hat.
in den USA ist Universal Access to Healthcare kein Recht. Wir kennen ja schon das Recht auf Schutz von personenbezogenen Daten. Das Wirtschaftssystem bei uns ist die Sozialwirtschaft. Ich höre manchmal, dass der Kapitalismus in Deutschland gescheitert ist bei der Jugend. Da frage ich mich, wo war dann der Kapitalismus? Weil wir haben ja nicht das Laissez-faire-Kapitalismus aus Silicon Valley hier. Und wir versorgen eigentlich ganz Europa. Wir wollen ein Wirtschaftssystem aufbauen, was nachhaltig ist, was verteilt ist und was in jedes einzelne europäische Land versucht, Wohlfahrt zu bringen, auf Basis von Prinzipien wie die Solidarität. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und eine Duplizierung der Welt haben wir schon mal gemacht in der Medizin. Das war Ende der 90er, gab es ein Human Genome Projekt, das Humane Genom Projekt. Das war auch eine Verdoppelung. Das war eine Verdoppelung, der Mensch kodiert in 5 oder 4 Buchstaben als menschliches Genom. Und ich hätte nie gedacht in meinem Leben, dass ich diesen Politiker mal auf die Bühne bringen würde, weil ich nicht mit all seinen Policies einverstanden war. Aber da ist etwas Merkwürdiges passiert. Während man dieses Projekt gelaufen hat, hat man angefangen, da haben einige Biotech-Firmen angefangen, das menschliche Genom anfangen zu patentieren. Und diese Firmen waren an die Börse Milliarden mit Milliarden Bewertung bewertet. Und dann ist das passiert. We, all of us, share a duty to ensure that the common property of the human genome is used freely for the common good of the whole human race. Er hat mit diesem Satz zusammen mit Bill Clinton Milliarden an Börsewert zernichtet und hat auf einmal das menschliche Genom als Open Source Projekt geschützt, weil das war es schlussendlich. Es war ein Open Source Projekt, wo Wissenschaftler aus vielen Ländern zusammengearbeitet haben und das menschliche Genom sequenziert habe. Und wenn man an Open Source denkt, vor allem in Deutschland, denkt man, das ist gratis und dann wird man die wirtschaftliche Chance zernichten. Stimmt nicht. Das Human Genome Projekt hat im Gesamt vielleicht 15 Milliarden gekostet, aber die Wertschöpfung aus dieses Projekt, laut Studie, ist fast bei 1 Trilliarde gewesen über die letzten 20 Jahre. Das heißt, wenn wir Dinge öffnen, wenn wir Dinge zur Verfügung stellen für Firmen, dann entsteht da auch noch viel mehr Innovation. Und das müssen wir uns erinnern, wenn wir über das Thema Daten denken. Weil in Momenten, ich habe es vorher gesagt, diese Akkumulation von Daten läuft parallel mit der Akkumulation von Kapital. Ich kenne Krankenhäuser in Deutschland, die Daten exklusiv verkaufen an Google oder Datenzugänge verkaufen. Und ich denke, wir müssen da umdenken. Weil wenn wir alles duplizieren in dieser Welt, dann duplizieren wir eigentlich das menschliche Leben. Und dann sind Daten keine Handelsware. Dann ist auch das KI-Modell, was mich repräsentiert, auch nicht ein ökonomischer Wert. Weil dann verletzt sich auch das Recht auf Würde und Integrität, wenn wir das tun. Wenn jemand Zugang hat zu mein eigenes Ich in Digitalform. Das heißt, wir müssen umdenken. Und ich glaube, Daten soll man nicht nur als reine Handelsware betrachten, aber vielleicht eher, so wie Tony Blair es gesagt hat, als digitale Gemeingüter. Warum sollen wir das tun? Weil die Welt sich unglaublich schnell verändert. Und ich habe jetzt meinen zweiten Teil von der Präsentation ein paar Beispiele genommen über diese exponentielle Veränderung. Und Exponentialität ist so ein Ding. Wir waren ja alle konfrontiert während Covid mit Exponentialität. Und spätestens wenn Laschet gesagt hat, wo 20 Millionen Deutsche schon bereits geimpft waren, dass er jetzt anfängt, exponentiell zu impfen, habe ich dann gedacht, ja, das Thema Exponentialität wird dann doch nicht so gut verstanden, weil wenn man 20 Millionen Deutsche exponentiell impft, hat man nach 10 Tagen die ganze Welt geimpft. Und das heißt, wir müssen lernen, anders zu denken, wenn es um die Technologie geht, weil wir sind nicht mehr in der Lage, vorauszusagen, was der Effekt von dieser Technologie in 5 oder 10 Jahren ist. Und ich mache mal ein Beispiel über exponentielles Denken, weil wenn ich 30 exponentielle Schritte nehme von je 1 Meter und die sind dann exponentiell 30, wo bin ich dann nach 30 Schritten? Hat jemand eine Idee? 30 exponentielle Schritten? Es ist 26 Mal um die Welt. Und warum ist das relevant? Ja, das ist relevant, weil
die Technologie, die wir nutzen, sich exponentiell verändert in der Kapazität. Ich bleibe wieder bei das Beispiel Genomsequenzierung, wo es eine extreme Exponentialität gibt und laut Forscher aus China werden die in der Lage sein, ab nächstes Jahr das menschliche Genom vor einen Preis von $100 zu sequenzieren. Das führt dann zu einer breiteren Anwendung, breiterer Zugang, das führt dann wieder zu neuen Innovationen. Dass die Stückkosten für das Programmieren einer Zelle in die biologische, synthetische Biologie geht exponentiell nach unten. Das heißt, der Preis, um diese Technologie anzuwenden, geht sukzessiv nach unten. Und das Thema, was mich am meisten beschäftigt, künstliche Intelligenz, da habe ich eine unglaubliche Exponentialität gesehen in die Rechenleistung und die Performance von der Hardware, die unterliegende Infrastruktur. Weil wenn wir früher noch 3 Stunden gebraucht haben, um ein neurales Netz zu trainieren, sind wir wahrscheinlich heute bei unter einer Sekunde gelandet für das gleiche neurale Netz. Das heißt, dass wenn das alles billiger wird, viel mehr Leute Zugang haben und dass es dann auch eine Exponentialität gibt in die Forschung, weil viel mehr Leute diese Technologie nutzen können, viel mehr Leute neurale Netze trainieren können und das sieht man dann auch. Man sieht dann auch, dass es ein Parallel gibt zu Anzahl publizierter Studien. Wenn man dann aber analysiert, wo kommen diese wichtigsten Studien jetzt her, dann muss ich leider sagen, dass die aus China kommen. Die meist referenzierte Studie im Bereich der KI sind seit letztes Jahr aus China gekommen und das wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht anders sein. Und Referenzieren vom Studie ist eine Bedeutung auf die Wichtigkeit und ich sehe das auch bei vielen Studien, die ich diesbezüglich lese. Das heißt, wir haben ein exponentielles Wachstum in vielen Bereichen. Ich habe jetzt nicht alle Beispiele mitgenommen. Und ein ganz spezifischer Bereich ist ganz wichtig. Das ist, wenn man dann so diese Rechenleistung skalieren kann, dann fangen an Großfirmen, die diesen Zugang haben, riesen neurale Netze zu bauen. Das heißt, neurale Netze, die 175 Milliarden Parameter haben. Und was man damit tun kann, das hat jeder überrascht. Diese neuralen Netze sind auf einmal in der Lage, aus historischen Daten Programmierer zu helfen, semi-automatisch zu programmieren. Das heißt, der Programmierer ist viel schneller in seiner Arbeit geworden. Was hat man dafür gebraucht? Daten. Und wer hat diese Plattform? Microsoft. Das heißt, dieser Zugang zu Technologie führt zu Wettbewerbsvorteilen. Deshalb sieht man auch, dass Google Brain jetzt mittlerweile ein Jahr später anstatt 175 Milliarden 1,6 Milliarden. Auch eine Exponentialität, die da in diese Sprachmodelle drin steckt. Und dann kann man sich ruhig die Frage stellen, wenn das so weitergeht, wo sind wir denn in 5 Jahren? Gibt es da neurale Netze, die genauso viele Parameter haben, als das menschliche Hirn Synapsen hat? Und was passiert dann? Keiner weiß das. Und es gibt hier viele Gegner in Europa, die sagen, das ist doch alles nicht relevant, aber ich sehe die Effekte davon, ich sehe die Lösungen, die daraus existieren. Und ich freue mich deshalb auch, dass es dann in Deutschland und hier Aleph Alpha aus Heidelberg in Baden-Württemberg ist, auch Bewegungen gibt, da mindestens versuchen mitzuhalten. Leider sind die alle unterfinanziert, aber wir brauchen solche große Sprachmodelle, damit wir auch weiter in die Forschung gehen können. Und Beispiele daraus habe ich zum Beispiel das Projekt AlphaFold mitgenommen von Google, die das ganzheitliche menschliche Proteom als Open Source zur Verfügung gestellt hat, aber das liegt daran, weil Tony Blair damals gesagt hat oder dafür geführt hat, dass man die Biologie nicht patentieren kann. Und ein anderes Beispiel, was man aus diesen Sprachmodellen machen kann, das ganz interessant ist für die Proteineforschung, die dann auf einmal in der Lage sind, neuartige Proteine zu erzeugen, die es in der Natur nicht gibt, aber wahrscheinlich dann eingesetzt werden können. Hier ist dann das Risiko dann, dass wenn jemand synthetische Proteine baut, die es in der Natur nicht gibt, dass das dann tatsächlich patentiert wird von einer Firma, die dann diese Modelle und die Daten hat und dann auf einmal einen riesen Vorsprung hat. Das heißt, diese unterliegende Technologie ist extrem wichtig geworden, um dann die Forschung in die Biotech oder in andere Bereiche voranzutreiben. Das heißt, wir leben in einem Zeitalter von Exponentialität und wie dann die Zukunft aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht kommt mein Sohn in 15 Jahren und sagt, er will anstatt ein Tattoo ein bionisches Auge und dann werde ich wahrscheinlich durchdrehen, wenn es dann auch noch von Facebook kommt oder andere. Aber diese Dinge sind ja alles möglich, die Szenarien, weil es sind viele Leute, die an Visionen arbeiten, um bestimmte Probleme zu lösen.
So, das, was heißt das für uns? Und ich komme wieder zurück auf diesen Vergleich zwischen Europa und die USA. Und wieder zurück auf den Vergleich Gesundheit, weil ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn wir jetzt Visionen bauen und wenn wir uns unterscheiden wollen für uns, mit unseren Produkten, die eben aus dem Standort Baden-Württemberg kommen und vielleicht exemplarisch dienen dann für das Ausland, dann sollen wir die auch mit unseren Wertsystemen verbinden. Wir kennen alle diese Schwierigkeit, die wir haben mit der Adaption und der Akzeptanz von Lösungen, die aus anderen Regionen kommen. So lass uns das dann auch verstehen. Und dann heißt es vielleicht, dass wir die soziale Marktwirtschaft, worüber ich früher gesprochen habe, neu erfinden müssen. Und neu erfinden heißt vielleicht, dass wir dann eine andere Sicht auf Daten brauchen und vielleicht sind dann Daten keine Handelsware mehr. Vielleicht sind Daten Gemeingüter in der Gesundheitsversorgung, weil dann werden wir das solidarische Prinzip weiterführen. Ein anderer Punkt, den ich sehr wichtig finde, wir sollen aufhören, aus meiner Sicht, Versuche, AI oder künstliche Intelligenz zu patentieren als trainiertes Modell. Warum? Weil wir dann total mit Legal Blackboxes zu tun haben und wir werden die Wette nicht gewinnen. Deshalb plädiere ich für einen offenen Ansatz, offene KI. Und ich plädiere deshalb, dass wir diese Daten und die künstliche Intelligenz in der Versorgung unter den Nenner von sozialen Werte setzen. Und dass wir darauf eine Wertschöpfung, ökonomische Wertschöpfung aufbauen, die auf diese Basis aufbaut. Da sagen mir viele, das funktioniert doch nicht. Ich sage, jedes Startup, wo ich herkomme in Berlin, verwendet 50% Open Source Quellcode. Ohne Open Source kein Startups. Wenn wir das so machen können, die Gesundheitsversorgung, kommen wir schneller voran, besser voran und dann bauen wir ein anderes System auf, was mehr Vertrauen führt. Wo habe ich da meine Wertschöpfung? Na, vielleicht haben Sie mehr Budget und mehr Zeit, um auf diese sogenannte Experience-Ebene zu arbeiten, wo sie dann Lösungen bauen, die vielleicht profitabler sind. Und ein gutes Beispiel finde ich hier, wenn man ein Samsung-Telefon mit einem iPhone vergleicht. Im Stückwert sind diese Materialien fast genau gleich viel wert, also wenn man diese Rohmaterialien kauft. Nur im Preis kostet ein iPhone 20%. Wenn man dann aber den gesamten Markt anschaut, dann nimmt Apple mit 20% oder weniger als 20% Marktanteil fast den ganzen Profit aus diesem Bereich raus. Warum sind wir bereit, mehr zu bezahlen für das gleiche Anzahl Hardware als das, was Samsung bietet? Weil sie eine bessere Experience, eine bessere Design, eine bessere User Experience abgeben als Samsung und dafür mehr verlangen. Und das kennen wir. Warum kauft jemand ein Mercedes-Benz, nicht ein chinesisches oder japanisches Auto? Weil das Auto in der Vergangenheit eine bessere Qualität oder Experience hat. Und ich glaube, wir müssen da wieder auf zurück. Und das heißt, dass wir Prinzipien ändern müssen. Und aus meiner Sicht, wenn wir klug sind, sollen wir immer auf das Open-First-Prinzip arbeiten. Weil was ich in meiner Forschung und meiner Interviews gesehen habe, wenn ich mit MedTech-Unternehmen und wir haben in Europa 35.000 MedTech-Unternehmungen, dann haben die alle das Not-Invented-Here-Syndrom. Das heißt, die erfinden das Rad immer wieder neu und wollen nicht zusammenarbeiten und denken, sie sind extrem klug dabei, das zu tun. Nur was ich auch entdeckt habe, dass 60% der Entwicklungskosten, Forschungs- und Entwicklungskosten von den meisten Produkten nicht zu Wettbewerbsvorteilen führen. Das heißt, das sind Must-Haves, das sind Dinge, die ich tun muss, damit ich überhaupt das Produkt bauen kann. Sind das da nicht Dinge, die man teilen kann, gemeinsam entwickeln kann unter einer Open-Source-Lizenz, damit ich mein Budget mehr verwenden kann, um eben eine tolle Experience aufzubauen? Weil, wenn ich über das Thema KI spreche, ich war früher bei IBM und ich habe viele Projekte mitbegleitet, dann ist der Aufwand, um diese Daten zu bereinigen, Daten zu sammeln, unglaublich hoch und das lohnt sich nicht für mittelständische Unternehmen, das zu tun, weil der Endresultat ist, dass man vielleicht gute Akquiseobjekte für Großfirmen, Big Tech Firmen kreiert, aber man wird nicht eigenständige Lösungen aufbauen. Das heißt, wir müssen hier zusammenarbeiten, wir müssen hier offene KI-Modelle zur Verfügung stellen. Und ich gebe mal ein Beispiel für Open Source, wie das funktionieren kann. Es gibt eine Firma in der UK, die nennt sich Open Bionics und die habe Entwicklungen aus der Open Source Community genutzt und habe jetzt mittlerweile kompetitive Prothesen, kompetitiv zu Otto Bock auf den Markt gebracht, die, wenn man sie vergleicht, ein Viertel kosten von das, was Otto Bock auf den Markt bringt und in der Qualität mithalten können.
Profitabel sind die auch und die verdienen auch gutes Geld. Nur das, was sie getan haben, sie haben gesagt, wir nehmen das, was die Open Source Community entwickelt hat und wir bauen da Produkte draus, die wir sogar dezentral produzieren, also nachhaltiger über 3D-Druck. Also keine zentrale Produktion, dezentral, und habe dann mit Disney zum Beispiel eine Partnerschaft angegangen, damit man diese Hand zu einer Captain America oder Superman Hand machen kann, und diese extra Layer kostet dann extrem viel Geld, aber ist nicht notwendig, aber da machen sie extrem viele Profite damit. Das heißt, dieser Vergleich, diese Firma hat Zugang zu Forschungs- und Entwicklungsressourcen, die viel größer sind, als was Otto Bock hat. Otto Bock hat 8000 Mitarbeiter, und in dieser Community allein, habe ich mal recherchiert, vom Open Source Bionics, in dieser ganzen Open Source Bewegung, die nennt sich Enable, gibt es über 100.000 registrierte User, die an Lösungen arbeiten, die alle gratis arbeiten. Das kann man nutzen. Das sind gemeinnützige Werte, die wir verwirtschaftlichen können. Und ich war früher bei IBM. IBM hat eine Firma gekauft, Red Hat. Red Hat hat Linux genommen. Linux ist eine total gratis Software. Und daraus ist ein Unternehmen entstanden, die IBM für 34 Milliarden Dollar verkauft hat, weil sie rundum diese Open Source Kern Services aufgebaut haben, die wertvoll waren. Und da gibt es neben Open Bionics zum Beispiel Tidepool, eine Lösung, die für Diabetiker entwickelt wurde. Sie sogar all ihre Dokumente, die für die FDA Approvals gebraucht werden, als Open Source online zur Verfügung gestellt habe. Diesen offenen Gedanken macht viele Angst, weil man denkt, ich gebe ab, ich kontrolliere nicht, ich habe Verluste, aber diese Offenheit beschleunigt und macht die Entwicklungen billiger. Und dann kann man mehr Fokus legen auf diese Experience Economy. Das heißt, wenn wir unsere Zukunft bauen, unsere Vision, das, was wir in Europa wollen, dann müssen wir vielleicht das machen auf unsere Werte. Und die Werte sind für mich Nachhaltigkeit, sind unsere Grundrechte und vor allem unsere demokratischen Prinzipien. In denen die Grundprinzipien steht, dass der freie Fluss an Informationen garantiert werden muss. Also dieses Prinzip, dass ein Monopolist alle Daten für sich hält und abschließt, ist eigentlich aus meiner Sicht antidemokratisch. Und zuletzt, ihr habt ja unglaublich tolle Innovationen, aber diese Geschichte kennen wir vom CureVac, auch ein baden-württembergisches Unternehmen. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, wo sie diese mRNA-3D-Drucker, wie man es genannt hat, aber eigentlich eine mRNA-automatisierte Produktionsschiene entwickelt haben, hätte man da nicht ein anderes Geschäftsmodell aufbauen können? Was wäre gewesen, wenn CureVac bestimmte Entwicklungen in die Open-Source-Community reingeschmissen hat und auf einmal hunderttausende Wissenschaftler gratis arbeiten und die Wertschöpfung von CureVac findet auf dieser Ebene statt, nämlich die Produktionsstraße, weil die Entwicklung dann für die ganze Community steht. Nur als Gedankenanstoß, weil diese Konzepte, die gibt es. Open Bionics ist genauso teilweise aufgebaut oder andere sind aufgebaut, und Maschinenbauer, das können wir. Ja, das heißt, wenn wir in die Zukunft gehen, dann sollen wir aufhören, wie Herr Ministerpräsident gesagt hat, die Hölle und der Himmel. Es ist eigentlich Utopia und Dystopia, wo wir darüber sprechen. Wir müssen reden über das Dutopia. Dutopia ist machen. Wir müssen gemeinsam auf gemeinsame Werten uns neu erfinden, die soziale Marktwirtschaft neu erfinden, die Werte neu erfinden. Und wenn das dann nicht passt zu einer transatlantischen Beziehung, wenn es um KI-Business geht, weil wir anders über Daten und anders über KI denken, dann ist das dann so. Ich glaube, wir haben da mehr Erfolg damit, weil wir im Gesundheitswesen uns nicht verstecken müssen. Wir haben eine von den besten Versorgungssystemen weltweit, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Und mit diesem Wörter möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, ich habe die Wette gewonnen mit 30 Minuten und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Ich glaube, wir können mal, Herr Kindervater, Wette gewonnen oder Wette nicht gewonnen? Also wie viele Folien hatten Sie? Ich hatte 60 Folien, glaube ich. 60 Folien in 30 Minuten, meine Damen und Herren, das ist ein extra Applaus wert. Vielen, vielen Dank an unseren Impulsgeber, Barthe Witte. Vielleicht haben Sie es noch auf dem Schirm, die vorletzte Folie war Baden-Württemberg als Exportweltmeister in einer Welt der digitalen Medizin. Ich glaube, es war noch ein Fragezeichen in der Präsentation drin. Vielleicht eine Hausaufgabe für uns, für Sie alle, dass aus diesem Fragezeichen irgendwann ein Ausrufezeichen wird?
Vielen Dank für Ihre Vision. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen, auch so Anreize, Fragen, die Sie vielleicht auch sich schon mal gestellt haben. Und die Frage, wer bekommt unsere Daten? Wollen wir die wirklich den Amazons und Googles und Facebooks dieser Welt überlassen? Oder wollen wir sie nicht lieber auch ein Stück weit bei uns haben? Wollen wir sie vielleicht teilen und dann anderen zur Verfügung stellen und dann trotzdem noch davon profitieren? Alle gemeinsam, das ist ja schon ein Gedanke, dieser Teilhabegedanke, dieser Gemeinschaftsgedanke, der eben auch die Arbeit hier im Forum oft prägt. Es war ganz schön viel Stoff, 60 Folien in 30 Minuten. Ich glaube, eine Kaffeepause tut Ihnen und uns allen erstmal gut, dass wir das Gehörte auch mal sacken lassen können, dass Sie vielleicht auch hier, wenn Sie live vor Ort sind bei der Veranstaltung, mit dem einen oder der anderen nochmal in die Diskussion einsteigen können. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine entspannte Kaffeepause. Wir treffen uns dann wieder und Ihnen zu Hause sage ich auch, wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht haben Sie ja auch eine Kaffeemaschine im Büro oder in der Küche. Gute Pause mit anregenden Gesprächen und bis gleich. So, ich darf Sie herzlich wieder begrüßen nach der hoffentlich guten Kaffeepause. Würde ich Sie alle bitten, wieder Ihre Plätze einzunehmen. Sie können ja den Kaffee mit einem Platz nehmen und auch ein bisschen Obst und eine Butterbrezel, kein Problem. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt an diesem Vormittag, seit 2018 gibt es dieses Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg, also seit 3 Jahren. Wäre dieses Forum kein Forum, sondern eine Ehe, dann würden wir heute hier gemeinsam die lederne Hochzeit feiern. Das ist nämlich eine Ledern, genau, lederne Hochzeit. Und ich dachte, es kann nicht schaden, vielleicht auch für ein Forum mal in einem der einschlägigen Ratgeber nachzulesen, wo man so nach 3 Jahren Beziehung, und auch das ist ja so ein Forum, wo man nach 3 Jahren Beziehung so im Allgemeinen steht. Und vielleicht lässt sich ja manches aus diesem Eheratgeber dann auch auf unser Forum hier übertragen. Also, laut Ratgeber haben die Beteiligten nach 3 Jahren Ehe ihre rosarote Brille, sofern sie mal eine aufhatten, bereits abgelegt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Sie haben nach 3 Jahren auch einige, vielleicht nicht ganz so tolle Eigenarten am anderen bemerkt, aber auch einige Vorzüge, stand in meinem Eheratgeber, sind nach 3 Jahren zutage getreten. Und klar, lederne Hochzeit, da steckt ja schon in dem Wort drin, Leder reißfest, das heißt, eine Beziehung hat nach 3 Jahren auch schon ein paar Zerreißproben überstanden. Das könnte für Sie alle ja zum Beispiel Corona gewesen sein, so eine Zerreißprobe, die Ihre Beziehung vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon herausgefordert hat. Insgesamt aber unterm Strich, stand zumindest in dem Eheratgeber, ist die Beziehung nach 3 Jahren zäher und widerstandsfähiger geworden, eben wie Leder. Also, wie widerstandsfähig ist die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen in Baden-Württemberg? Und das darf beim Beziehungsrückblick auch nicht fehlen. Was ist denn so richtig gut gelaufen in den 3 Jahren? So ein Jubiläum ist ja auch immer ein guter Anlass, so gemeinsam zurückzublicken, sich auch an schöne Sachen zu erinnern. Und wo wollen Sie hin in Ihrer Beziehung? Wir wollen jetzt mal versuchen, eine Bilanz erstmal zu ziehen. Da wird es sicher um Zahlen, Daten, Fakten gehen, um Projekte und um ganz viele Initiativen, um Digitalisierung, Vernetzung, um Europa, um Rahmenbedingungen in Europa. Aber vielleicht geht es ein bisschen ja gleich auch um Gefühle, denn die spielen bei einer Beziehung ja auch immer eine ganz wichtige Rolle. Ich weiß nicht, Frau Bauer, was Sie vorbereitet haben, wie viel über Gefühl Sie gleich sprechen wollen. Auf jeden Fall dürfen Sie gemeinsam mit Professor Ingo Autenried und Professor Hans-Peter Knebel jetzt den Anfang machen. Ich lade Sie herzlich ein, hier oben zu mir aufs Podium zu kommen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich die Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg, Theresia Bauer, Professor Ingo Autenried von der Uniklinik Heidelberg und Professor Hans-Peter Knebel von der Biotronik SE und Co. KG. Sie bekommen einen herzlichen Applaus, dann ist der Weg hier hoch auch nicht so lang. Freie Platzwahl. Wir müssen nur die Abstände einhalten, sonst ist alles frei. Jetzt machen wir eine Damenfraktion und eine Herrenfraktion. Wunderbar. Frau Ministerin, ledernes Jubiläum des Forums. Mit welchen Gefühlen gehen Sie an diesen Tag ran? Haben Sie ein gutes Gefühl?
Ich dachte, ich sollte Ihnen jetzt was über meinen Beziehungszustand eröffnen. Können Sie machen. Oder meine Beziehung zu Herrn Knebel und Herrn... Nein, also, also so tief wollte ich dann... Einiges zu erzählen. Wir haben ja. Ich glaube, das machen wir vielleicht in der Mittagspause. Wir vertagen diesen Einblick auf später. Ich würde Sie bitten, eher so über den Zustand der Beziehung, die Projekte, die Sie in den letzten 3 Jahren Partnerschaft bewältigt haben, uns da mal einen Einblick also, zu geben. Also, ich bin ein wirklicher Fan dieses Formats Gesundheitsforum. Ich glaube, wir haben hier etwas Einzigartiges auf den Weg gebracht und bin da wirklich stolz darauf, weil es uns gelungen ist, in diesen letzten Jahren einen kontinuierlichen Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und der Versorgungsseite und der Politik in Gang zu bringen. Da ist ein Know-how gewachsen, voneinander, übereinander. Da ist ein Vertrauen entstanden. Wir können schneller, offener, ehrlicher miteinander reden. Und ich glaube auch, es ist sowas an Expertise gewachsen, dass wir erstens wissen, dieser Gesundheitsstandort Baden-Württemberg hat enorme Stärken. Wir haben eine außerordentlich gute Aufstellung. Wir haben aber auch miteinander den Ernst der Lage begriffen. Denn die Digitalisierung revolutioniert Medizin und Gesundheitsversorgung. Und wir wissen, was los ist in der Welt. Und wir wissen deswegen, dass wir uns mit Tempo verändern müssen. Das ist entstanden an gemeinsamem Bewusstsein. Deswegen finde ich, sind wir schon mal irgendwie hervorragend aufgestellt. Wir wissen aber auch, dass wir nicht fertig sind. Und deswegen finde ich das so aufregend, was wir hier miteinander arbeiten. Wir haben, glaube ich, einen Prozess miteinander begonnen, der ruft geradezu danach, dass wir jetzt noch mal einen Schritt konkreter werden, unsere Arbeitsbeziehungen vertiefen, die Präzision der Maßnahmen, die wir miteinander auf den Weg bringen wollen, nachschärfen, nachhalten, sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, gewachsen ist ein vertrauensvolles Miteinander, das diesen Weg auch begehbar macht. Und deswegen glaube ich, nicht nur das Format ist gut, sondern am Ende glaube ich, wir sind auf dem Weg, in dem wir sagen können, in 5 Jahren, in 10 Jahren hat dieser Gesundheitsstandort tatsächlich bewiesen, dass wir die schnellsten sind, wissenschaftliche Erkenntnisse bei den Menschen im ganzen Land ankommen zu lassen und daraus auch noch neue Services und Produkte entstehen zu lassen. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen noch ein Stück weit zurückgucken. Schauen Sie doch einfach mal ein bisschen für uns zurück auf die Entwicklungen, die Sie in den letzten Monaten und auch Jahren so beschäftigt haben. Also erstens haben wir ja Arbeitsstrukturen aufgesetzt, sektoren- und ressortübergreifend, die funktionieren. Wir haben, finde ich, sehr kluge Papiere, Positionspapiere entwickelt, die lesen sich gut und die sind schlau. Die sind aber vielleicht auch noch ein bisschen allgemein. Wir haben jede Menge Projekte auf den Weg gebracht. Also auch, wir haben ja nochmal versucht, Zahlen zusammenzustellen. Ich glaube, es sind in 2 Vergaberunden roundabout 100 Millionen in verschiedene Projekte gesteckt worden. Die meisten davon eben dann auch sozusagen sektorübergreifend. Ich denke auch, dass wir da noch spannende Erkenntnisse raus entwickeln können. Wir sollten bei Zeiten hingucken, was die Projekte zutage treten lassen. Also wir haben da vieles angestoßen und von daher glaube ich schon mal gut. Wir haben aber auch erkannt, in Sachen Digitalisierung, in Sachen Zugang zu Daten, Umgang mit Daten und der Zusammenarbeit müssen wir schneller werden und wir müssen das Thema Datenschutz anders angehen, um ein Beispiel zu nennen. Da ist ein echtes Handlungsfeld. Ja? Und wir haben auch erkannt, auch in der Zusammenarbeit erkannt, dass wir in Sachen, auch durch die Pandemie natürlich nochmal getrieben, wir sind ja sehr schnell geworden, landesweit Studien aufzubauen. Übrigens auch durch den Verbund, der entstanden ist, der 4 Universitätskliniken, ja, schnell miteinander, standortübergreifend an den Fragen entlang, für die wir schnelle Antworten brauchen, Dinge zu etablieren. Dennoch wissen wir, dass wir dieses noch besser aufstellen müssen. Deswegen ist das Stichwort, der Ministerpräsident hat es gerade erwähnt, gemeinsame Transferzentren, ja, um das Thema Translation noch schneller zu bewerkstelligen. Gemeinsames Zentrum für klinische Studien, um schnell die nötigen Fallzahlen miteinander hinzukriegen. Das sind Schlüsselideen, die wir entwickelt haben und die wir jetzt in die Umsetzung bringen müssen. Also schon noch einiges zu tun, auch nach 3 Jahren Partnerschaft. Herr Professor Autenried, manchmal ist es in der Beziehung ja auch ganz wichtig, wie andere drauf schauen. Also das ist ja für Eheleute manchmal nicht ganz unerheblich, was andere über die Beziehung denken. Was würden Sie denn denken, wie ist der Blick von außen so auf das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg?
glaube, der Blick auf das Forum von außen ist sehr gut. Ich sage gleich noch was, aber wir hatten ja vorher zwei Welten gehört. Mhm. Und ich glaube, wir leben nach wie vor immer noch in zwei Welten und wir müssen gemeinsam dafür arbeiten, dass Sektorengrenzen keine Qualitätsgrenzen sind im Gesundheitssystem. Und zweitens, dass wir tatsächlich diese Meta-Welt, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, dass die mal hier Realität wird. Und da haben wir noch Dinge zu tun. Ich glaube, wir haben das Forum ist in Deutschland weit einmalig. Alle beneiden uns drum, viele andere Bundesländer, über unseren Kreis. Und wir haben, glaube ich, enorm vieles erreicht. Das ist dieser Sinnes- und Kulturwandel, wie Wissenschaft, Versorgung und Wirtschaft gemeinsam gedacht werden. Wir haben Projekte aufs Gleis gesetzt und finanziert, die stark, richtig stark sind. Wir haben Biomarker für Krebstherapien entwickelt, die zu besserer und sicherer, schonender Therapie führen. Wir haben Subkohorten bei Diabetes, ist ja auch so eine Pandemie, ja, chronische Erkrankungen definiert und können besser und gezielter Prävention und Therapien steuern, bis hin zu individualisierten Gentherapien bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Insofern war das herausragend. Wir haben auch in der Corona-Pandemie gesehen, im Management, wir waren schon formiert. Wir konnten eigentlich viel schneller und agiler die Themen zusammenbringen, Produkte entwickeln, IT-Tools beispielsweise für Dashboards und gemeinsam in den Regionen, da haben die Unikliniker eine große Rolle gespielt, als Lotse und Leiter von Versorgungsstrukturen transsektoral gemeinsam zu agieren, also viel geleistet. Ich bin aber auch der Ansicht, dass wir noch viel mehr Potenziale hier besitzen in Baden-Württemberg und dass wir eine Langzeit, meinetwegen 10-Jahres-Agenda brauchen, wo wir unsere Potenziale noch schneller und besser und wirksamer und manchmal muss es auch anders sein, umsetzen und auf die Schiene bringen. Und ich glaube, das kann uns gelingen und da ist sicherlich ein großes Thema, was auch vorher angesprochen worden ist, der Datenschutz muss den Patienten nützen. Nicht nur dem Gesunden nützen, den Jungen nützen und den IP-Rechten, sondern den Menschen und der Gesellschaft. Und da können wir, glaube ich, ganz konkrete Schritte jetzt gemeinsam gehen, weil wir so ein gemeinsames Verständnis haben, um für die nächste Dekade unsere Programmatik wirklich bei den Menschen ankommen zu lassen und dafür sorgen, dass alle Erkenntnisse, die wir aus der Wissenschaft generieren, nicht nur im ersten Schritt in der Uniklinik translatiert werden am Bett, sondern im zweiten Schritt auf alle Versorger und drittens auch noch eine Wertschöpfung generieren für den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Wollen wir später ja auch noch mal drauf zu sprechen können. Ich würde noch mal gerne an einer Stelle nachfragen, wenn Sie jetzt noch mal auf die Corona-Zeit auch zurückgucken. Was würden Sie sagen, hatten wir vorher schon auf dem Schirm, aber wurde durch Corona einfach noch mal massiv auch angetrieben? Durch Corona angetrieben wurde der Wille, glaube ich, das ist erstmal was abstraktes Mindset. Der Wille, wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir solche großen Krisen und pandemischen Ereignisse meistern wollen. Und da hat sich gezeigt, gerade bei den Uniklinika, die waren oft früher in ihren drei Säulen Krankenversorgung, Forschung und Lehre verharrt, dass wir aber eine vierte Säule aufbauen müssen, weil wir es auch geleistet haben, nämlich Zukunfts- und Systemaufgaben, dass wir uns kümmern, jenseits der Mauern der Uniklinik, transsektoral in der Stadt, in den Regionen, mit den Landkreisen die Versorgung und die Qualität der Versorgung hinzubringen und auch Wissen, wie sie auch Ressourcen, Personal zu tauschen durch Rotation. Und das war vielleicht der größte Erfolg, den wir getriggert durch die Pandemie erzielt haben. Also auch noch mal ein Stück, die Zusammenarbeit ist enger und intensiver geworden durch den Druck von außen. Herr Professor Knebel, wie fällt Ihre Bilanz denn nach 3 Jahren Gesundheitsstandort Baden-Württemberg aus? Also ich glaube, viel Positives wurde schon gesagt, aber ich glaube, es ist auch nie verkehrt, seinem Ministerpräsidenten mal was Nettes zu sagen. Denn, Herr Kretschmann, das ist nie verkehrt. Wir haben uns am 12. April 2018 bei Ihnen getroffen und bereits im Juli 2018 war die Auftaktveranstaltung. Also das ist wirklich eine unglaublich schnelle Aktivität gewesen und das hat auch so ein bisschen den Spirit des ganzen Forums von Anfang an erfüllt. Wir haben, und es wurde gesagt, wir haben diese Exzellenzen in den verschiedenen Bereichen zusammengeführt. Wir haben dem ganzen Thema Sichtbarkeit gegeben und das war schon sehr, sehr wichtig. Wir haben gute Papiere, das hat Frau Ministerin Bauer gesagt, aber im gleichen Zuge müssen wir jetzt diese guten Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen in eine, ich nenne sie mal Vision 2030 zusammenführen
und auch operationalisieren. Das darf nicht wolkig irgendwie am Himmel hängen, sondern es muss mit konkreten Schritten verabfolgt werden. Und das müssen wir natürlich auch messen. Das Entscheidende ist, wenn wir jetzt vorwärts gehen, ist, dass wir diesen Fortschritt auch dokumentieren können, weil es ist viel Gutes angestoßen. Und dann müssen wir letztlich aufgrund dieses erzielten Fortschritts in dieser Zusammenarbeit auch zeigen können, dass wir Nutzen stiften für die Gesundheit der Menschen in Baden-Württemberg, aber darüber hinaus ebenso. Und wir müssen damit auch das Thema Gesundheit so ein bisschen aus dieser Kostenfaktorecke herausholen, denn da gehört es eigentlich nicht hin. Aber das müssen wir beweisen. Ja, das können wir nur durch den Fortschritt zeigen und dann ist das der richtige Weg. Und vielleicht noch ein letztes Wort, wo eine gute Diskussion läuft und die Medical Device Regulation, die neue Medizinprodukteverordnung, hat es ja gezeigt. Wir müssen Nutzen und Sicherheit mit Augenmaß ins Verhältnis bringen. Wir haben heute das Problem, dass wir regulatorisch häufig etwas überschießend sind. Und da kann das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg auch in Europa eine starke Stimme sein, dass wir sagen, wir alle sind ja hier, wie wir hier sitzen, der Patientensicherheit verbunden und verpflichtet. Und das wird keiner von uns negieren. Aber es muss ein Rahmen sein, wo wir den Nutzen auch noch stiften können und nicht sozusagen überschießend regulieren. Und da können wir perspektivisch nach vorne eine ganz starke Stimme sein mit dem Gesundheitsforum. Und das sollten wir auch wahrnehmen. Gucken wir noch einmal ganz kurz zurück, Frau Bauer. Was war denn so der Schwerpunkt der politischen Arbeit, also Ihrer Arbeit, gerade in dieser Corona-Zeit? War es so, dass du ein bisschen Fäden auch zusammenhalten, Ideen bündeln, vielleicht manchmal auch sagen, Leute, wir müssen da durch, wir müssen hartnäckig sein? Wie würden Sie da zurückschauen? Also wir haben da ja ein ressortübergreifendes Thema. Also ich habe als Wissenschaftsministerin in einer besonderen Weise mit dem Fokus der Universitätsmedizin geschaut, wie wir unseren Beitrag leisten können und müssen in dieser Corona-Zeit das Thema wissenschaftsbasierte Fortschritte ins Gesundheitssystem reinzubringen. Auch mit den Services der Koordination und Steuerung, die über ja, sozusagen einen starken eine starke Stütze, die Universitätsmedizin im ganzen Land geleistet hat, zu bringen. Also wir haben sowohl dieses Thema der 4 Universitätsmedizinstandorte in ihrer Verantwortung für die Regionen gestärkt. Wir haben einen Verbund gegründet der Universitätsmedizin, die 4U, die miteinander jetzt nochmal identifizieren, an welchen Themen müssen wir gemeinsam arbeiten, um besser zu werden. Translationsfragen hängen da dran, gemeinsame Bearbeitung von Compliance-Fragen, das Thema Datenschutz zum Beispiel zu nennen, das gemeinsame Aufsetzen von Studien. Und da haben wir das eine oder andere in den letzten Jahren auch schon gemacht. Wir haben gemeinsam innerhalb kürzester Zeit die sogenannte Kinder-Covid-Studie gemacht. An den Ergebnissen übrigens wird bis heute weiter geforscht, mit den Daten wird weitergearbeitet. Wir haben das landesweite Surveillance-Programm aufgesetzt, also um wirklich systematisch die Mutationen zu analysieren und früh Erkenntnisse zu gewinnen, wo passiert hier was. In anderen Ländern sehr viel schneller erfolgt und in Deutschland ist das irgendwie merkwürdigerweise mit so einem kleinen Sample, irgendwie 5-10% irgendwie der Proben zu sequenzieren würde reichen. Wir haben Baden-Württemberg wir sind nicht bei 100%, aber sozusagen so nah wie möglich sind wir rangekommen, dieses aufzubauen. Also wir haben dabei durch die Kooperation strukturbildende Arbeit gemacht, die auf Kooperation der Universitätsmedizin untereinander einzahlt, auf Wahrnehmung der Verantwortung fürs Ganze in diesen regionalen Verbünden, dabei auch eben die ersten Studien aufgesetzt. Und nicht zuletzt haben wir auch nach dem Prinzip des Stärkenstärkens den Innovationscampus in Heidelberg-Mannheim angestoßen, auf den Weg gebracht, der nochmal einen besonderen internationalen Leuchtturm bilden soll in Sachen Gesundheitsforschung und Anziehen der weltweiten Talente für das Thema Gesundheit und Lebenswissenschaften. Also einiges passiert vor allem auch im letzten Jahr und vieles wird jetzt in der Nach-Corona-Zeit auch noch weiter fortwirken, auch weiterentwickelt werden. Ich danke Ihnen für diese ersten Eindrücke, für Ihre Bilanz nach 3 Jahren Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Ich würde sagen, das ist Ihr Applaus nochmal. Danke an die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, an Professor Ingo Autenried und an Professor Hans-Peter Knebel. Dankeschön. Damit müssen Sie die Bühne leider schon wieder verlassen. Ich weiß, es ist hart. Hier oben ist es sehr schön, aber unten ist es auch gemütlich. Wir machen nämlich weiter.
beschäftigen uns nochmal mit der Gesundheitswirtschaft. Ja, viele sagen die Leitindustrie des 21. Jahrhunderts. Aber damit die Gesundheitswirtschaft dieses Potenzial auch ausschöpfen kann, braucht es natürlich auch Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, in denen Innovationen entstehen. Und wir haben es im Impulsvortrag auch schon gehört, die natürlich dann auch irgendwie vermarktet werden müssen, mit denen natürlich auch Unternehmen und Firmen Geld verdienen müssen. Was wurde da in den vergangenen 3 Jahren erreicht? Was hat die Pandemie da ausgelöst in den Unternehmen und natürlich auch bei den Beschäftigten, die in dieser Branche arbeiten? Das sind Fragen, bei denen sich unter Federführung des Wirtschaftsministeriums das Forum befasst hat. Und wir freuen uns jetzt sehr auf Akteure aus dieser Arbeitsgruppe, sage ich mal. Wir freuen uns auf Michael Kleiner, Ministerialdirektor im Wirtschaftsministerium, auf Professorin Katja Schenke-Leyland von der Uni Tübingen und vom Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut und auf Bernd Rühle vom Diakonie-Klinikum Stuttgart. Ich mache die Bühne frei und sage Ihnen nochmal ganz herzlich willkommen. Ihr Applaus. Hier an ein Mikrofon. Ja, also ich verstehe das jetzt so, dass ich gleich beginnen darf. Ja, ich darf aus Sicht des Wirtschaftsministeriums vielleicht noch einige Hinweise geben zu dem, was wir in den letzten 3 Jahren im Gesundheitsforum vorangebracht haben. Wir haben es schon gehört, die industrielle Gesundheitswirtschaft ist schon heute einer Leitbranchen hier in Baden-Württemberg und wir wollen diese Leitbranche weiter stärken. 1100 Unternehmen, 215.000 Beschäftigte, Bruttowertschöpfung von 18 Milliarden Euro, 3,8% Wachstum pro Jahr, 1/3 der Wertschöpfung der Gesundheitswirtschaft kommt aus der Industrie. Die Branche ist sehr exportstark, mehr als 10% des Exports im Land kommt von der industriellen Gesundheitswirtschaft. Die Branche ist stark von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt, passt also auch wirklich gut zur Struktur hier im Land. Bei Arzneimitteln liegt Baden-Württemberg bundesweit vorn in Sachen Wertschöpfung und Beschäftigtenzahl. Besonders exportstark ist die Medizintechnik, deutlich über der Gesamtwirtschaft. Baden-Württemberg ist Biotechnologiestandort Nummer 1 in Deutschland mit überdurchschnittlichem Wachstum. Und auch in der E-Health-Branche liegen wir auf den ersten 3 Plätzen. Es lohnt sich also wirklich, dass wir uns um die industrielle Gesundheitswirtschaft kümmern. Aber trotz aller Superlative ist natürlich nicht alles gut. Ein riesiges Problem, schon oft angesprochen, ist die Regulatorik, insbesondere in der Medizintechnik. Man kann es nicht anders sagen, mit wirklich extremen Konsequenzen in Sachen Bürokratie, aber auch Kosten. Die Folgen von MDR und auch IVDR sind Bereinigungen von Produktportfolios, gebremste Innovationen und sogar Versorgungsengpässe, wie wir gestern Abend gehört haben. Wir haben reagiert mit unserem MDR und IVDR sofort Hilfeprogramm bei der BioPro mit dem Aufbau eines MDR- und IVDR-Kompetenzzentrums beim NMI und auch mit der Med Alliance bei Medical Mountains. Wir haben außerdem Vorschläge vorgelegt, wie De Lege Lata unter Wahrung des Patientenschutzes vor allem für Nischen- und Bestandsprodukte Zertifizierungsverfahren vereinfacht werden können. Unsere Vorschläge liegen in Brüssel und in Berlin und finden auch Aufmerksamkeit. Vielleicht gibt es heute bei der IVDR ja sogar noch gute Nachrichten von der Kommission, was die Verlängerung von Übergangsfristen anbelangt. Zweites wichtiges Thema aus unserer Perspektive, der Zugang zu klinischen Daten, gerade auch für forschende Unternehmen. Erste Handlungsempfehlungen wurden jetzt hier erarbeitet. Wir sind dabei, eine Roadmap aufzusetzen und arbeiten hier eng zwischen den betroffenen Ressorts zusammen. Natürlich gibt es hier unterschiedliche Sichtweisen. Das muss auch so sein, Stichwort Patienten- und Datenschutz. Mein Eindruck ist aber, dass wir hier Schritt für Schritt wirklich gut vorankommen. Wir müssen die regulatorischen Voraussetzungen auch in den Blick nehmen, SGB V, aber auch institutionelle Zugänge ermöglichen und erleichtern. Und ein drittes Thema, Innovation. Da will ich auf ein aktuelles Projekt hinweisen, das sogenannte Innovation Board.
Diese Idee wurde im Gesundheitsforum geboren und geht jetzt in die Umsetzung. Expertinnen und Experten aus der Branche sollen sich strategisch und konzeptionell Gedanken machen, eine Art Think Tank, wie man in Baden-Württemberg Innovation, Translation, Transfer auf den Weg bringen und besser unterstützen kann, generell aber auch ganz konkret mit Blick auf einzelne Unternehmen. Gerade auch Gründungen und Startups wollen wir hier mit qualifizierter Beratung unterstützen. Das Konzept steht, der Startschuss ist auch gegeben. Die BioPro organisiert dieses Board und eine erste Sitzung findet jetzt auch zeitnah statt. Also wir kommen hier gut voran. Und damit will ich jetzt aus Sicht des Wirtschaftsministeriums belassen und würde an die Frau Professorin Schenke-Lehland weitergeben. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Ministerialdirektor Herr Kleiner. Es ist schon sehr viel gesagt worden. Ich möchte mich anschließen und nochmal ein Lob aussprechen für nicht nur die Ministerien, die hier das Forum Gesundheitsstandort gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten natürlich von der Politik vorantreiben, sondern auch so ein bisschen Selbstlob in Baden-Württemberg an den Standort, weil wir haben hier eben nicht nur die Universitäten, die Universitätsklinika, sondern auch Forschungsinstitute, außeruniversitäre Forschung und gemeinsam mit der Forschung, der industriellen Forschung, haben wir eine sehr ausdifferenzierte Forschungslandschaft, die sehr leistungsfähig ist und eben in Baden-Württemberg sehr gut aufgestellt ist. Dem Lob folgt jetzt aber auch so ein bisschen ein Realitätscheck, wie wir das auch eben schon gehört haben. Wir haben an allen Standorten der Universitätsmedizin gemeinsam mit den Standorten der außeruniversitären Forschungseinrichtungen schon seit Jahren den Fokus auf der Translation. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr neu. Dennoch sehen wir, dass eben viele gute Ansätze aus der exzellenten Grundlagenforschung, die wir an den Universitäten und den Hochschulen in Baden-Württemberg haben, doch nicht sehr viele Produkte, nicht sehr viele Therapieansätze bei den Patientinnen und Patienten landen. Und wir haben in den letzten 3 Jahren wirklich sehr gute Fortschritte gemacht und ein ganz wichtiger Fortschritt war eben das Zusammenbringen von den Partnern, die sich vorher vielleicht auch noch nicht kannten und die Netzwerke, die dadurch jetzt auch neu entstanden sind. Und wir haben es eben bereits gehört, das war sehr hilfreich, diese gewachsenen Netzwerke auch zu haben zum Anfang der Pandemie, da es hier bereits Technologien gab, wie beispielsweise auch an meinem Institut, wo man relativ zügig mit den Kollegen und Kolleginnen an den Universitätsklinika und auch in der Industrie Essays auf den Weg bringen konnte, um eben es besser zu verstehen, was eben in diesem Pandemiegeschehen vor sich geht. Wir müssen aber auch sehr stark fokussieren und neben den sehr, sehr guten und sehr innovativen Projekten, die in den letzten 3 Jahren bereits auf den Weg gebracht wurden und wo wir auch schon sehr gute, vorzeigbare Daten haben, wie Sie ja auch morgen vor allem sehen, müssen wir auch darauf fokussieren, dass wir weiterhin in diese translationalen Forschungsinfrastrukturen investieren. Es müssen agile Organisationsformen geschaffen und auch gelebt werden. Das ist sehr, sehr wichtig, um eben dann auch vor allem starke Forschungs- und auch Produktionsinfrastrukturen hier in Baden-Württemberg aufzuzeigen. Und dann eben auch Therapien, Diagnostikmöglichkeiten in die Klinik zu den Patientinnen und Patienten zu bekommen. Die Bildung von Innovations- und Translationsschwerpunkten, wir haben eben bereits auch Translationszentren, Innovationsports gehört, das ist ganz wesentlich, dass wir das aktiv vorantreiben und eben auch nicht aufhören bei dem, was wir begonnen haben, gemeinsam begonnen haben, um eben auch ein stimulierendes und unterstützendes Forschungs-, aber eben auch Translationsnetzwerk zu haben, um dann Resultate verwertbar zu haben. Ja, dann bleibt mir nur, mir auch zu wünschen, dass wir alle daran bleiben, dass wir weiterhin die Unterstützung haben und Unterstützung bedeutet politische Unterstützung, aber eben auch die Finanzierung von neuen Projekten, von den Infrastrukturen, die auf uns zukommen, weil ohne Geld schaffen wir das nicht. Wir haben den Willen, wir haben das Wissen und das Können und dass eben diese Netzwerke der Forschung
bereits viele neue Erkenntnisse gebracht haben, wird jetzt mein Redner im Anschluss, Herr Rühle, Geschäftsführer für das Diakonie-Klinikum hier in Stuttgart, auch für die Versorgung noch berichten. Danke. Sehr geehrter Ministerpräsident, meine Damen und Herren, gerne berichte ich Ihnen, was wir in unserem Haus aus dem Forum heraus oder im Sinne der Leitthemen des Forums erreicht haben. Eines der großen Themen sind die Strukturen für die personalisierte Medizin. Die Zentren wurden gegründet. Im Konzept war immer die Einbeziehung der Akutversorger vorgesehen. In einem Zwiebelschalenmodell sollen weitere Versorgungsstufen einbezogen werden. Wir sind akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen und werden im Sinne der Öffnung der nächsten Schicht für unser Haus nun zeitnah mit unserer Alma Mater den entsprechenden Vertrag schließen. Damit eröffnen wir die Möglichkeit, über Fallkonferenzen und molekulare Tumorboards unseren Patienten in der Onkologie spezifische Therapieformen, eben auch Off-Label-Use-Therapien anbieten zu können. Neben diesem Austausch haben wir in unserem Referenzzentrum für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie ein Online-Tumorboard Schilddrüsenkrebs etabliert. Dort können Ärzte die Patienten mit einem fortgeschrittenen oder komplex verlaufenden Schilddrüsenkarzinom behandeln, eine unabhängige Expertenmeinung erhalten. In diesem Board arbeiten wir mit Experten der Unikliniken Magdeburg, Freiburg, Halle und Würzburg zusammen. Durch die Fortschritte der Digitalisierung und Telemedizin können so Expertenmeinungen gebündelt werden. In der Pandemie haben wir die rechtlich eröffneten Möglichkeiten zum Telekonsil genutzt und bieten seither Videosprechstunden an in der endokrinen Chirurgie oder in der Notaufnahme. Ein Ziel des Forums ist die Stärkung von innovativen Entwicklungspartnerschaften. Zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung wird an unserem Haus derzeit eine Studie zur Evaluation einer Rückenorthese für Pflegekräfte durchgeführt. Diese ist als Stütze für den unteren Rücken zu verstehen und soll rückengerechtes bzw. rückenschonendes Bewegen ermöglichen. Auf die Ergebnisse sind wir gespannt. In der ersten Welle der Pandemie gab es eine sehr besondere Form der Zusammenarbeit verschiedener Krankenhäuser mit der Uni Stuttgart. Zur Unterstützung von Kliniken und Arztpraxen nutzten Wissenschaftlerinnen am Forschungscampus Arena 2036 und an den angrenzenden Instituten auf dem Campus Vaihingen Anlagen, die üblicherweise zum Prototypenbau für Automobil-, Luftfahrt- oder Maschinenbauanwendungen eingesetzt werden, um Schutzvisiere mit Hilfe von 3D-Druckern herzustellen. Dies war eine großartige Geste des Zusammenhalts. Was im Kontext der Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht fehlen darf, ist ein Hinweis auf das Krankenhauszukunftsgesetz. Durch die Förderung des Bundes und die Übernahme der Kofinanzierung durch das Land Baden-Württemberg, wofür wir sehr danken, werden wir in den kommenden Jahren große Fortschritte in der Digitalisierung erreichen. Themen, die wir im Forum adressieren, stehen im Mittelpunkt der Förderung. Als Beispiel sei der Ausbau von Netzwerkstrukturen für eine interne oder sektorübergreifende Telemedizin genannt. Neben diesen konkreten Dingen haben wir aber vor allem eins erreicht. Ein aktives Netzwerk mit Vertretern aus Wissenschaft, Industrie und Versorgung, aus dem in den kommenden Jahren sicher noch viele gute und innovative Projekte entstehen können. Und mit den eingesetzten Fördermitteln kommen wir dem Ziel näher, den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg zukunftsfester und belastbarer zu machen. Danke. Ja, herzlichen Dank. Danke an Sie für Ihre Bilanz nach 3 Jahren Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Ihr Applaus nochmal, der Applaus für Ministerialdirektor Michael Kleiner, Professorin Katja Schenke-Leyland und für Bernd Rühle. Dankeschön. Mit Gesundheit an die Spitze, so ist ja der Bericht über das 3. Forumsjahr überschrieben. Und damit geht es natürlich auch, dabei geht es natürlich auch um Spitzenversorgung für die Menschen hier im Land. Denn all das, was das Forum anstößt, prägt ja auch unser Leben als Patientin, als Patient, aber natürlich auch als Beschäftigte, Beschäftigter in der Gesundheitswirtschaft. Wie arbeiten die Krankenhäuser, die Pflege, die Altenhilfeeinrichtungen? Wie kooperieren ambulante und soziale Dienste und stationäre Dienste miteinander? Wie lässt sich die Digitalisierung nutzen? Das sind ja keine
abstrakten Fragen, der Ministerpräsident hat es auch gesagt, sondern für viele von uns an ganz konkreten, in ganz konkreten Situationen werden diese Fragen eben dann auch ganz konkret und ganz dringlich auch oft. Wir sind jetzt gespannt, was die Arbeitsgruppe unter Federführung des Sozialministeriums beschäftigt hat in den letzten 3 Jahren und im Moment noch beschäftigt und was sie natürlich auch erreicht hat. Herzlich willkommen also an Sozialminister Manne Lucha, an Carola Maute-Stephan vom Verband der Chemischen Industrie, Landesverband Baden-Württemberg, an Jacqueline Kühne vom BKK Landesverband Süd und an Nissa-Peter Malek, Direktor des Zentrums für personalisierte Medizin und Professor am Uniklinikum Tübingen. Kommen Sie alle zu mir nach oben. Das hier ist Ihr Applaus. Herzlich willkommen auf der Bühne des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Genau, Sie dürfen sich sortieren, wie Sie wollen, auch gerne mal eine gemischte Gruppe bilden. Genau, wunderbar. Herr Minister, wie fällt denn Ihre Bilanz nach 3 Jahren Partnerschaft im Forum aus? Wir müssen nicht über Gefühle reden, keine Sorge, sondern was konkret ist passiert? Ja, da waren inkludiert 19 Monate Pandemie. Ja. Und ist natürlich aus Pandemieministerium in besonderer Weise. Und das haben ja jetzt auch die Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt, was in der Tat ist die Basis, dass wir dieses Forum hatten. Im Übrigen, Herr Ministerpräsident, schon vor dem Forum im Koalitionsvertrag der vormaligen Regierung die Digitalisierung schon reingeschrieben haben und vor dem Forum schon den Beirat Digitalisierung in Medizin und Pflege gegründet haben. Und das ist in der Tat, wenn ich in die Runde schaue, mit wem ich die letzten 19 Monate wöchentliche Schalten hatte. Und es hat vieles erleichtert. Das war in der Vorrunde schon, weil wir uns achten, wissen die jeweiligen Aufgaben. Und das hat uns deutlich verbessert, auch was für die Universitätsmedizin gilt, gilt für alle 200 Kliniken im Land, sie in die Versorgung zu integrieren. Das ist schon sehr bedeutend und was exemplarisch ist, hat auch den größten Förderteil jetzt für die Punkte, die wir uns sektoral aufgeteilt haben, ist der Schub bei der personalisierten Medizin. Es war ja so, vorher waren die 4 Universitäten und Sie wissen ja, Universitäten haben ja auch eine gesunde Konkurrenz ein bisschen und irgendwie haben alle vor sich hin ordentlich gearbeitet, aber es ging nicht weiter. Mhm. Und ich glaube, das war gut, dass dann das Versorgungsministerium, das SGB-5-Ministerium kam und gesagt hat, wir machen jetzt die Zentren und wenn die Kassenvertreter da sind, wir werden krankenhausplanerisch relevant. Das heißt, wir weisen euch auf, die Kassen gehen mit, das ist ganz entscheidend. Wir sind in einem regulierten Bereich, die Kosten sind mitunter gedeckelt. Also als ich Krankenschwester gelernt habe, hat der Seehofer Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Da erinnert sich keiner mehr dran, aber das waren so Fragen und dann haben wir ja erst einmal die Kosten reduziert, indem wir bis 2010 Personal abgebaut haben, um festzustellen, jetzt haben wir keinen mehr, der pflegt. Das ist ja das nächste große Aufgabe. Das heißt, für die personalisierte Medizin, das, was wissenschaftlich, technologisch an Know-how da ist, da brauchen die Wissenschaftler uns nicht, aber wir mussten einen ordnungspolitischen und leistungspolitischen Rahmen setzen. Und das ist die Aufgabe der Politik. Und das war ein ganz, ganz großer Erfolg jetzt dieses Forums Gesundheitsstandort. Ich sehe auch noch weitere Kassenvertreter. Da haben wir eigentlich den größten Schub gemacht. Und was Herr Rühle sagt, und das ist die Kernbotschaft. Alles, was wir hier, das ist ja jetzt, könnte ja sein, dass der Forum Gesundheitsstandort sehr abgehoben wirkt. Aber das, was wir hier machen, der Hauptparameter ist das Sicherheitsgefühl und das Vertrauensgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger, dass sie, wie Sie selber gesagt haben, in Pflege, Behandlung, Sorge sich auf uns verlassen können. Mhm. Und dass wir eine verlässliche Verantwortungsgemeinschaft aus Staat, Wissenschaft und Unternehmen bilden
und die einen Nutzen davor haben. Und da haben wir unsere Projekte ausgerichtet. Das Prominenteste, die personalisierte Medizin, aber wir haben auch andere. Ein Beispiel einfach mit der Kinder-Jugendpsychiatrie der Uni Tübingen, digitale Hilfen für zwangsgestörte Kinder und Jugendliche, die aus ihren Zwängen das Haus nicht mehr verlassen können, wo der Therapeut über Videokonsultation mit den jungen Leuten redet, mit enorm guten Ergebnissen, oder digitale Connected bei Diabetes, Kinder und Jugendlichen in der Diabetesversorgung. Und das sind die Beispiele. Da sind wir gut, aber wir haben zwei ganz große Aufgaben. Das eine ist, wir haben heute gelesen, deutsches Datendesaster in der Stuttgarter Zeitung, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir in Baden-Württemberg in unserem Digitalisierungsbeirat, lieber Herr Altscher, Herr Pfundner, wir könnten schon längst eine EPA haben. Wir hätten dieses Desaster nicht, hätten wir die EPA, die elektronische Patientenakte, in der Schnittstellen- und Anschlussfähigkeit, horizontal wie vertikal, in die Medizin, in die Ambulanz und in andere Berufe. Dann wüssten wir genau, wie viel haben wir tatsächlich geimpft. Und wenn wir das jetzt im Bälde, auch in den Verhandlungen zum Bund, nicht hinbekommen, dann sind wir eigentlich ein Schwellenland. Wir sind im Wissen Spitzenland und in der Umsetzung Schwellenland. Das ist die erste große Botschaft, die wir hier aber haben, und da hat Baden-Württemberg ein gutes Pfund. Und lassen Sie mich ein Nebengleis, weil das ganze Technische können die nach mir besser sagen. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben Personalmangel. Das heißt, wir müssen mit weniger Ressourcen gute oder vielleicht sogar bessere Sorge und Behandlung leisten. Das heißt, die Digitalisierung muss wirklich bei den Menschen ankommen. Aber wir brauchen nicht nur Spitzenmedizin, wir brauchen auch Menschen, die vor Ort da sind, die im Land da sind, die ansprechbar sind, die die Menschen ernst nehmen, die Krankenschwester genauso wie die junge Ärztin. Und Frau Bauer, da bin ich schon sehr stolz auf uns, dass wir diese Woche gemeinsam im Landesgesundheitsamt, Ihr Ministerium und wir 75 junge Studierende begrüßen konnten in einem Begrüßungstag, die auf der sogenannten Landarztquote mit Vorerfahrung in Pflegeberufen und anderen höchst motiviert sagen, wir wollen dann später in Bempflinger, in Isny, in Lörrach, in Weinheim unterstützen helfen. Und das ist unsere Botschaft und die Personalgewinnung. Und ich bin auch wirklich, muss mich einfach stellvertretend bedanken, jetzt mal beim Robert Bosch und den Stuttgarter Kliniken in der Pandemie, auch die Uni Tübingen, in der Pandemie mehr auszubildende Plätze in der Pflege bereitgestellt als vorher. Das sind die großen Botschaften, weil das ist auch eine Botschaft, die von diesem Forum ausgehen muss. Ohne tolle Leute, die diese tollen Berufe machen, ist die ganze Wertschöpfung nichts, weil es muss bei den Menschen ankommen. Und das ist, glaube ich, gut, dass wir hier Versorgung in einem regulierten Bereich mit den Kompetenzen von Wirtschaft, Wissenschaft als Verantwortung gebündelt haben. Und ich bedanke mich auch bei allen, weil wir wären sonst nicht so gut durch die Pandemie gekommen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Minister Manelucha. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Bilanz. Die kommt jetzt von Frau Mauter-Stephan. Sie haben ja sozusagen die Wirtschaftsbrille auch ein Stück weit auf. Wenn Sie durch die durchgucken, wie schauen Sie auf die letzten anderthalb Pandemiejahre und die drei Jahre Forum? Ja, vielen Dank. Also wir schauen als chemische und pharmazeutische Industrie in Baden-Württemberg sehr stolz zurück auf das, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben. Und wir sind sehr dankbar für dieses Forum. Wir wussten schon immer, Baden-Württemberg ist Pharmaland Nummer eins, Medizinprodukte Land Nummer eins. Unsere Unternehmen produzieren und entwickeln für die Welt in Baden-Württemberg. Und diese Awareness ist jetzt auch hier in Baden-Württemberg angekommen. Früher war Baden-Württemberg immer Automobilland, jetzt sind wir auch Gesundheitsland. Vielen herzlichen Dank dafür. Und das ist natürlich auch ein Stück weit, sind wir da unterstützt worden, muss ich jetzt mal leider so sagen, durch die Pandemie. Denn auch in der breiten Gesellschaft ist es jetzt angekommen, wie wichtig es ist,
Produktionsstandorte in Baden-Württemberg, Deutschland und Europa zu haben. Und ich wünsche mir sehr, das ist unsere Aufgabe hier, glaube ich, des Forums, in dem wir gemeinsam daran arbeiten, dass dieser Schwung, den wir jetzt haben, zu sagen, es ist wichtig, dass wir hier produzieren können, dass wir hier eine stabile Lieferkette haben, eine stabile Versorgung. Diesen Schwung müssen wir nutzen und deshalb bin ich dankbar, dass wir hier zusammenkommen. Wir haben in Baden-Württemberg tatsächlich Unternehmen von der Homöopathie, Anthroposophie, Biotech, Advanced Therapies. Wir haben ein Riesenschatz, den wir hier haben und auf den können wir stolz sein, den sollten wir weiter fördern. Unsere Aufgabe ist es, Bremsklötze für die Innovationskraft und die Produktionsstärke, die wir hier haben, wirklich wegzuräumen. Und da kommt einiges auf uns zu und wir müssen, gerade wenn wir darüber diskutieren, die Transformation in Richtung Klimaneutralität der Industrie und der Gesellschaft wird gefordert auf der europäischen Ebene und auf der deutschen Ebene und wir werden da mitgehen. Aber wenn wir mitgehen wollen, müssen dafür die Rahmenbedingungen stimmen und deshalb müssen wir, wenn wir neue Regelungen etablieren, auch wirklich konsequent durchdenken, können wir sie denn umsetzen und wie setzen wir sie um? Und deshalb ist es gut, dass wir hier zusammenkommen, diese Power hier an Expertise und Praktikern. Das muss genutzt werden und deshalb bin ich sehr froh, dass die Landesregierung wirklich in ihrem Koalitionsvertrag die Stärkung der europäischen Vertretung in Brüssel beschlossen hat, denn wir müssen in Brüssel arbeiten, dass wir nicht diejenigen sind, die letztendlich die tollen Produkte haben, die tollen Ideen und letztendlich die Ideen, die Innovationen, die kommen werden. Wir sind uns alle einig, die kommen sehr schnell. Es ist nur die Frage, werden sie hier produziert oder anderswo? Und das ist unsere Aufgabe, glaube ich. Herzlichen Dank, Herr Professor Malek. Ein Thema, das wir jetzt schon ein paar Mal so angerissen haben, ist ja das Thema personalisierte Medizin. Ein Thema, das im Forum ja auch schon von Anfang an ganz oben auf der Agenda war. Wo stehen wir denn gerade? Ein bisschen was haben wir schon gehört, aber... Vielleicht kann ich zunächst mal was sagen. Sie hatten ja vorher über den... die Frage gestellt, wie ist der Beziehungsstatus und wie ist ich dachte, da will keiner drüber reden, jetzt wollte ich das nicht mehr fragen. Ich komme aus der Stadt von Hölderlin, ich rede auch über Gefühle. Sehr schön. Und deswegen kann ich ganz ehrlich sagen, mein Gefühlsstatus im Hinblick auf das, was wir im Forum BW, aber auch schon vorher, gerade in der Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium im Bereich personalisierte Medizin geschafft haben, ist hervorragend, wirklich hervorragend. Wir werden um unsere Erfolge in Baden-Württemberg wirklich beneidet, das kann man so sagen. Es ist ja mittlerweile so, dass wir die Zentren für personalisierte Medizin über diesen Ansatz von der Versorgung her zu denken, eine disruptive Technologie, unser Plenarredner hatte das am Anfang geschildert, eine disruptive Technologie, die DNA-Sequenzierung, praktisch von vornherein als Schlüsseltechnologie für die zukünftige Versorgung nicht nur von Patienten mit Tumorerkrankungen, sondern von vielen verschiedenen Patientengruppen zu sehen. Und diese Technologie eben nicht nur im Bereich der wissenschaftlichen Forschung zu sehen, sondern eben insbesondere auch vom Ende her zu denken sozusagen. Also von der Frage, wann kommt es tatsächlich auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald und so weiter tatsächlich an und wie können wir das so rasch wie möglich machen. Und deswegen war die Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium wirklich essentiell wichtig. Wir hätten es sonst nicht geschafft. Und es war auch sehr, sehr wichtig, dass wir mit den Krankenkassen hier in Baden-Württemberg vorwärtsdenkende Krankenkassen hatten, die das nicht als ausschließlich als finanzielle Bedrohung gesehen haben, sondern als Chance, das Gesundheitssystem selber proaktiv in einem Bereich weiterzuentwickeln, der eigentlich schon zwei Schritte weiter ist als das, wo andere stehen. Und das ist wirklich, deswegen ist mein Beziehungsstatus also exzellent. Und wenn Sie es fragen, wo stehen wir, vielleicht noch zwei Sätze dazu oder drei. Erstens, wir müssen diesen Ausbau im Land noch verbessern. Da haben wir Verbesserungspotenzial. Das ist im Moment, die Unikliniken haben sich tatsächlich im Rahmen der ZPM-Initiative enorm gut zusammengefunden. Wir arbeiten wirklich exzellent zusammen. Mhm.
Konkurrenz gibt es immer, Konkurrenz belebt das Geschäft, ja, aber wir haben da wirklich eine sehr, sehr gute Ebene gefunden. Aber wir müssen in der Fläche besser werden. Herr Rühle hatte das gerade angesprochen. Wir müssen die Zwiebelschalen, so wie wir es auch mit den Krankenkassen vereinbart haben, erweitern. So wird es dann auch flächendeckende Versorgung. Zweitens, wir müssen, und da hatte uns der Ministerpräsident gestern noch mal sehr darauf hingewiesen, wir müssen schneller werden. Und aus meiner Sicht müssen wir auch über die Onkologie hinausgehen. Der nächste Bereich sind die inflammatorischen Erkrankungen, die wir jetzt angehen werden. Rheuma zum Beispiel, chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Menschen haben jahrelange schreckliche Leidensgeschichten, weil wir nicht wissen, mit was wir sie sozusagen am besten initial behandeln. Wenn der erste Schuss sitzt, ist die Erkrankung viel besser zu behandeln, als wenn der erste Schuss nicht sitzt. Und wir arbeiten jetzt an den Fachkonzeptionen, die wir dann in den nächsten Jahren mit den Krankenkassen diskutieren werden, um auch das in die Versorgung zu bringen. Und wir sind aufgrund der Arbeit hier in Baden-Württemberg und aufgrund dieser guten oder sehr guten Zusammenarbeit mit der Landesregierung mittlerweile auch das prototypische Projekt für die personalisierte Medizin in Deutschland. Wir haben jetzt das Deutsche Netzwerk für personalisierte Medizin gegründet, 21 Universitätskliniken, die hier zusammenarbeiten. Und werden das für die Onkologie jetzt sozusagen als Grundlage, glaube ich, auch dann der neuen Gesetzgebung im Rahmen des Paragraphen 64e dann sehen müssen. Und ich glaube, das sind schon nachweisbare Erfolge und nachweisbare Dinge, wo wir gezeigt haben, dass wir entlang dieser Blaupause auch mit überschaubaren Zeitintervallen die Versorgung verbessern können im Bereich der Spitzenmedizin. Herzlichen Dank. Frau Kühne, jetzt wollte Herr Malik über Gefühle reden. Wir haben uns eigentlich ein anderes Thema vorgenommen. Wir wollten nämlich über Geld reden, wir beiden. Nämlich die Frage, die Innovationen sind da, wie kommen sie dann noch zum Patienten, war ein Thema, das Herr Malik gerade angesprochen hat. Aber die Frage, die Sie auch so ein bisschen umtreibt, ist ja, wer bezahlt das alles? Genau. Ich spreche heute für die gesetzlichen Krankenkassen in Baden-Württemberg. Und damit wir auch mal eine Größenordnung haben, es geht um 9,5 Millionen Menschen. Und für uns ist es natürlich wichtig, dass die Innovationen, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind, personalisierte Medizin ist ja wirklich ein gutes Beispiel, dass die auch bei den Versicherten ankommen und dass die auch verfügbar gemacht werden. Und das ist auch eine wesentliche Aufgabe von uns Krankenkassen, mit den Leistungserbringern zusammen, ob es Krankenhäuser, ob es die Ärzte, ob es die Apotheken sind, Versorgung und auch Versorgungsstrukturen zu organisieren und zu finanzieren. Und da bin ich bei dem Thema der Finanzierung. Es ist richtig, dass die Innovationen genutzt werden, dass auch Potenziale genutzt werden, neuer Technologien in Medizin und Gesundheitswesen, dass die genutzt werden für die Wirtschaft, dass da auch neue Felder erschlossen werden, dass da auch der Gesundheitsstandort Baden-Württemberg gestärkt werden kann. Für uns stellt sich aber immer die Frage, es muss ein Mehrwert für den Versicherten da sein, es muss ein Nutzen erkennbar sein und es ist die Frage der Finanzierbarkeit. Das heißt, es muss Qualität und Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht werden. Und bei der Finanzierbarkeit, da haben wir zum Glück bei dem Thema Innovationen einen Geldgeber, nämlich das Thema das Land, das, wie wir heute schon gehört haben, 100 Millionen für innovative Projekte zur Verfügung gestellt haben. Uns geht es jetzt aber darum, es soll ja auch in die Regelversorgung kommen. Und dafür braucht es eben auch Geld. Und wir denken als gesetzliche Krankenversicherung, dass das Thema neue Versorgungsformen noch stärker in der Finanzierung berücksichtigt werden muss. Das Land Baden-Württemberg hat extrem viel geleistet, auch was neue Wege der Versorgung anbetrifft. Und das muss auch vom Bund erkannt werden und wir brauchen dann auch die finanziellen Mittel im Land. Das heißt, wir brauchen die finanzielle Flexibilität, um auch hier im Land tatsächlich neue Wege der Organisation der Versorgung zu gehen. Und ich hoffe, dass auch dass die Bundesregierung erkennt und dass dann auch jetzt die richtigen Weichen gestellt werden. Das heißt, eigentlich, wenn wir ein Fazit ziehen, es ist viel passiert, aber es sind auch noch einige Fragen zu klären. Zum Glück, dann haben Sie in den nächsten Jahren Forum Gesundheit Standort Baden-Württemberg auf jeden Fall auch noch einiges zu tun, einiges vor. Ich danke Ihnen für Ihre Bilanz der letzten 3 Jahre. Ihr Applaus. Dankeschön.
Ich hätte noch eine technische Bitte. Wir hatten hier vorhin links so eine wunderbare Uhr eingeblendet. Wenn Sie nicht wollen, liebe Technik, dass wir gnadenlos überziehen, dann blenden Sie bitte sehr schön die Uhr wieder ein. Oh, wir sind schon ein bisschen im Verzug, aber gut. Sprechen wir jetzt alle ein bisschen schneller. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was passiert ist in den letzten Jahren und auch über die Pandemie ganz viel gesprochen. Jetzt wollen wir noch mal wirklich in die Zukunft gucken. Wir wollen darüber sprechen, wie wir Innovation und Resilienz des Standorts Baden-Württemberg verbessern können. Und dazu haben wir Mitglieder der Themensprechergruppen eingeladen. Bitte kommen Sie doch nach oben. Professor Marc-Dominik Altscher von der Robert Bosch Krankenhaus GmbH, Professorin Melanie Börries vom Universitätsklinikum Freiburg, Professor Hagen Pfundner von der Roche Pharma AG und Johannes Bauernfeind von der AOK Baden-Württemberg. Ihr Applaus, herzlich willkommen hier auf der Bühne. Das Gesundheitssystem und die Menschen, die dort arbeiten, sind unerlässlich, wahnsinnig wichtig für unser aller Leben. Haben wir schon mal ein paar Mal gehört an diesem Vormittag. Aber klar ist auch, wie sie arbeiten, das wird sich in den nächsten Jahren fundamental verändern. Durch die Digitalisierung zum Beispiel. Ich sage jetzt einfach mal, Film ab. Wie können wir die Standortattraktivität für Unternehmen ausbauen? Und zwar unter besonderer Berücksichtigung der in der Pandemie wichtigen Aspekte wie Resilienz und Lieferketten. Die medizinische Biotechnologie ist eine der Zukunftstechnologien. Um im Wettbewerb vorne zu sein, brauchen wir zusätzliche innovative Rahmenbedingungen. Mehr Anreize für privates Wagniskapital und ein klares Bekenntnis zur schnelleren Nutzung von Forschungsergebnissen und Gesundheitsdaten. Zum einen muss die Durchlässigkeit zwischen Akademie und Industrie vereinfacht werden. Zum Zweiten müssen wir neue Firmen gründen und Anreize dafür setzen. Diese Firmen brauchen Platz, Laborplatz, was im Moment zumindest hier in Heidelberg Mangelware ist. Geld hatten wir keines, darum haben wir uns zunächst nach Fördermöglichkeiten umgesehen. Und dabei haben wir dann festgestellt, dass wir in Baden-Württemberg noch eine offenere Investitionskultur brauchen. Unser Wunsch wäre eine Förderung in sehr frühen Phasen für die Privatwirtschaft. Freuen Sie sich auf eine Diskussionsrunde darüber, mit welchen Unterstützungsmöglichkeiten sich der Gesundheits- und Wirtschaftsstandort gleichermaßen stärken lässt. Ja, in diese Diskussion wollen wir mal einsteigen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal auf die Fragen, die Pandemie aufgeworfen hat und die wir vielleicht jetzt auch neu beantworten müssen. Die Pandemie hat ja schon an der einen oder anderen Stelle gezeigt, dass unser System nicht ganz so widerstandsfähig ist, wie wir vielleicht vorher dachten. Wie haben Sie denn diese Situation erlebt? Welche Lücken haben sich da gezeigt und was können wir jetzt tun, damit uns sowas wie Maskenknappheit vielleicht auch nicht mehr passiert? Also danke, Sie sprechen die Lücken an, aber ich möchte einfach mal eine Lanze brechen dafür, was in Deutschland passiert ist. Also das ist ja, wenn man das als Unternehmer in eines globalen Unternehmens beobachtet, dann hat bei uns vor allen Dingen eins funktioniert und das wird völlig außer Acht gelassen, dass die Grundversorgung im Kern aufrechterhalten wurde und zwar rund um die Uhr. Das war in anderen Ländern nicht der Fall. Auch europäischen Ländern ist die Grundversorgung elementar zusammengebrochen. Bei uns nicht. Und woran lag das eigentlich? Und das liegt daran, dass wir in Deutschland alle Technologien zur Verfügung hatten. Wir hatten die Tests, als allererstes hatten wir Tests, made in Germany, hier zur Verfügung. Die Tests waren für uns eine Frühdiagnostik, die geholfen hat, Infizierte von Nicht-Infizierten zu trennen. Hätten wir diese Möglichkeit damals nicht gehabt, wären wir im Chaos versunken und viele wären gestorben. Diese Technologien waren hier vorhanden. Wir haben Arzneimittel, die dann zum Einsatz kamen, die auch hier in Deutschland entwickelt und produziert werden, die dann tatsächlich hier zum Einsatz kommen, aber die tatsächlich auch auf globale Lieferketten angewiesen sind. Also Einsatzstoffe, die aus anderen Ländern kamen. Mhm. Und dann begann ein nationaler Reflex, und zwar in allen Nationen. Grenzen zu, ja. Was kann hier bleiben? Mhm. Auch in Deutschland, auch in der Schweiz, auch in den USA. Und dann muss ich dazu sagen, ein Riesenkompliment hier an die Politik und die Verwaltung, weil das begann ja alles in Italien. Und in Italien mussten wir dann Tests, Arzneimittel liefern.
und bekam die nicht aus Deutschland raus durch die Schweiz nach Italien. Und das hat 48 Stunden gedauert. Dann hat sich die Politik, haben sich alle an einen Tisch gesetzt und wir konnten liefern. Das heißt, auch hier ein europäisches Gefüge, ein Miteinander, das war dann mit USA sehr viel anspruchsvoller, könnte ich Ihnen viele Geschichten erzählen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wir haben die Technologien und wir haben dann sogar Impfstoffe aus Deutschland heraus für die Welt produziert. Das heißt, innerhalb von 12 Monaten aus dem Nichts heraus einen Impfstoff zur Verfügung zu haben, der weltweit zur Verfügung steht, das ist etwas, was die Grundvoraussetzung ist, dass wir nämlich hier innovative Unternehmen haben. Und diese innovativen Unternehmen brauchen diesen Freiraum. Das sind Unternehmen wie BioNTech, Wagnis Kapital ist angesprochen, CureVac ist angesprochen worden. CureVac und BioNTech haben über Dekaden die Grundlage dafür geschaffen, dass in weniger als 12 Monaten ein Impfstoff gegen einen unbekannten Erreger zur Verfügung stand. Das wird häufig unterschätzt und gerade eben, Herr Malek hat es angesprochen, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms als Grundtechnologie war dafür wieder die Voraussetzung. Es ist viel Gutes passiert, auch viel, womit wir am Anfang der Pandemie ja gar nicht rechnen konnten und nicht rechnen durften. Trotzdem würde ich auch gerne noch mal auf die Schwächen in dieser Zeit zu sprechen kommen. Nicht, um mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern weil ja diese Analyse der Schwächen dann auch zeigt, wo es hingehen soll. Die Schwächen waren gleichzeitig unsere Stärken. Ich würde mal ganz speziell noch mal auf die Lieferketten gucken und auf die Frage, die wir gerade auch schon, die so kurz mal angerissen wurde. Wenn wir sagen, wir brauchen wieder mehr Produktion im Land, wir wollen Firmen wieder ermutigen, auch hier zu produzieren. Was brauchen denn gerade die Vertreter der Pharmawirtschaft, damit Baden-Württemberg wirklich ein attraktiver Standort für ihr Unternehmen ist? Was muss man da auch bieten? Also ich weiß, Ministerpräsident Kretschmann kennt da meine Position sehr genau. Es geht jetzt sehr viel um Resilienz und es geht sehr viel um Lieferketten. Aber letztendlich warum sind die Lieferketten weltweit organisiert? Weil es High-Value-Produkte gibt, das heißt, es gibt Komponenten, nehmen wir die Biotechnologie, nehmen wir die Gen- und Zelltherapie, die findet in hochentwickelten Nationen statt. Dann gibt es aber strukturelle Komponenten, die dann bei einem solchen Pandemie-Event wie Masken, das ist Low Value. Das wird bei uns gar nicht, damit kann ich weder Geld verdienen, noch ist das ein Produkt, mit dem ich mich innovativ hervortun kann. Das findet in Ländern in aller Regel statt, wo die Wertschöpfung eine ganz andere ist. Und das findet zum Beispiel auch in der Diagnostik statt. Wir haben technisch anspruchsvolle Diagnostiker. Die Geräte werden in der Regel in der Schweiz produziert, in Deutschland, in der USA. Aber Komponenten, die wir brauchen, Reagenzien, Einsatzstoffe, die wirklich Low-Cost-Elemente sind, werden in Asien produziert. Mhm. Und dadurch sind wir auf diese internationalen Lieferketten angewiesen. Was wir versprochen haben, auch als Industrie, ist, das macht auch gar keinen Sinn, diese Low-Value-Komponenten nach Europa oder nach Deutschland zu bringen. Das macht wirklich keinen Sinn, sondern die Vorwärtsschauen, deswegen habe ich das Beispiel BioNTech und CureVac gebracht, nach vorne zu schauen und zu schauen, dass wir Zell- und Gentherapie sind. Dort verlieren wir den Anschluss gerade. Das sind wiederum Zukunftstechnologien, die uns andere Möglichkeiten entwickeln. Dass wir die Wagniskapitalstruktur verbessern, dass in innovative Unternehmen investiert wird. Dass wir die Trennung von Grundlagenforschung, die staatlich gefördert ist, und dann die translationale Forschung, die wir vor allen Dingen hier im Forum diskutieren, dass die unterstützt wird durch Rahmengesetzgebung. Also ich glaube, dass wenn wir auf den Innovationsimpuls setzen, wir auch krisenfester sind. Und das haben alle Nationen gezeigt, ob das Japan ist, die USA ist, ob das Deutschland ist, ob das letztendlich in Europa, England ist. Das sind Länder, die viel in Gesundheit und Innovation investieren, sind auch besser durch die Krise gekommen. Und da kann man fragen, Henne oder Ei, muss ich in Gesundheit investieren, um eine erfolgreiche Nation zu sein, oder muss ich gut wirtschaften, um mir Gesundheit leisten zu können? Wenn Sie sich Indien anschauen als Beispiel, dass ein Bruchteil des Rüstungsetats wird in Gesundheit investiert, und schauen Sie sich, wie die durch die Krise gekommen sind. Also ich glaube, die Investition in Gesundheit und der Fokus auf Innovation macht uns krisenresistent. Herr Bauernfeind, Investitionen, Innovationen, zwei Stichworte sind schon gefallen. Was brauchen wir noch, damit wir resilienter werden, als wir im Moment noch sind? Wobei ich nicht sagen will, dass wir nicht resilient sind, aber wir wollen ja uns nach vorne entwickeln. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Ich will zunächst mal auch mal das Thema ansprechen. Wie war es denn in der Pandemie und wie war die Ausgangssituation? Was hat uns das Leben schwer gemacht? Es war tatsächlich
die Annahme im Vorfeld der Pandemie, dass es keine Pandemie geben kann. Ja. Das war das größte Problem. Und die Vorbereitung daraus, also eine kostengünstige Lagerhaltung von Low-Cost-Produkten hätte uns möglicherweise durchaus in der Pandemie auch besser, noch besser dastehen lassen, auch wenn wir, ich glaube, in Baden-Württemberg, in der Bundesrepublik sehr gut durch die Pandemie durchgekommen sind, eben weil wir auch dann schnell reagieren konnten. Was uns in der Pandemie auch geholfen hat und was auch für Innovationen, für die Weiterentwicklung des Gesundheitsstandorts Baden-Württemberg unglaublich wichtig ist, ist Kommunikation. Mhm. Die Kommunikation unter allen relevanten Partnern, dass man sich zusammensetzt, frühzeitig zusammensetzt, schnell zusammensetzt, dann, wenn es dringend notwendig wird, aber auch in einer längeren Perspektive in der Kommunikation steht, sich austauscht. Und gerade wenn es um die Einbringung von Innovation in die Versorgung geht, ist es, finde ich, unglaublich wichtig, dass, ich hatte es gestern Abend gehört, mir solle Angst und Bange werden angesichts der Innovationen, die da möglicherweise im Zusammenhang mit ZBM noch kommen könnten. Wie? Mir ist da nicht Angst und Bange, ganz und gar nicht, weil wenn man sich frühzeitig austauscht und sich überlegt, wo können denn die Felder sein, die tatsächlich nutzenbringend sind, wo sind denn auch Effizienzvorteile aus innovationsreichen, auch kostenintensiven Versorgungsangeboten tatsächlich zu erzielen, weil anderes wegfallen kann. Wenn wir heute gehört haben, dass zum Beispiel bei inflammatorischen Erkrankungen, wenn man frühzeitig die richtige Therapie ansetzt, dann fallen auch andere Therapien weg. Den Menschen geht es besser und unterm Strich ist es kosteneffizienter. Also da steckt eine ganze Menge drin, aber ich halte es einfach für unheimlich vorteilhaft. Deswegen schätze ich dieses Forum auch so unglaublich, wenn man sich austauscht, wenn man gemeinsam eine Strategie entwickelt, vorangeht, aber natürlich auch die unterschiedlichen Perspektiven versucht, irgendwo in Einklang zu bringen. Und ich denke, gerade in Baden-Württemberg können die Menschen von den Innovationen profitieren, zweierlei. Einerseits in ihrem Gesundheitsstatus und andererseits durch die Wertschöpfung, die hier im Land passiert. Also fürchtet euch nicht vor Innovationen, Ihre Überschrift im Moment. Dankeschön. Wir schauen ins zweite Themenfeld, mit dem sich das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg beschäftigt. Einfach bitte Film ab. Wie krisenfest ist unser Gesundheitswesen? Sind unsere Krankenhausstrukturen im Zusammenspiel zwischen Universitätsmedizin und lokalen Krankenhäusern optimal aufgestellt? Um es vorwegzunehmen, unser Gesundheitssystem war zu keiner Zeit überlastet. Dennoch kam es vor, dass in einigen Kliniken die Kapazitätsgrenzen erreicht wurden. Jetzt gilt es, die geschaffenen Strukturen zwischen universitären und Versorgungskrankenhäusern weiter auszubauen. Ziel muss es sein, Spitzenmedizin sektorübergreifend in die Fläche zu bringen. Was wir brauchen, ist ein echtes, verbindliches Primärversorgungssystem, wo Patienten von den Hausärzten an die Hand genommen werden und gemeinsam mit den anderen Gesundheitsberufen durchs System geführt werden. Und genau da sind wir beim zweiten Punkt, nämlich bei der Digitalisierung. Die brauchen wir einerseits für die Versorgung, andererseits aber ganz dringend für die Forschung. Erleben Sie unsere finale Diskussionsrunde über die Lehren aus der Krise und was sie für unser Gesundheitssystem bedeuten. Das ist nicht ganz die finale Diskussionsrunde. Die Filme sind ein bisschen durcheinander geraten, aber das macht nichts. Wir sind ja Improvisation gewohnt. Deswegen, Herr Professor Alte, an Sie mal die Frage, wenn wir jetzt, schauen wir doch erstmal auf die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser nach der Pandemie. Wie gut oder nicht gut ist die denn nach Rettungsschirm vom Bund und auch nach der Unterstützung durch das Land? Ja. Vielleicht muss ich aber trotzdem noch mal kurz auf die Pandemie eingehen, weil ich glaube, das ist schon noch mal ein Schlüsselereignis gewesen für die Gesundheitsbranche. Ja. Was wirklich hervorragend funktioniert hat in Baden-Württemberg, aber ich denke auch in ganz Deutschland, dass das Gesundheitssystem seine Leistungsfähigkeit gezeigt hat. Was aber neu dazu kam, waren sehr agile Entscheidungsstrukturen, die wir vorher so nicht hatten. Also ich muss sagen, es war für mich sehr beeindruckend, auch zu erleben, wie Ministerialbürokratien sehr schnell plötzlich wurden, der Austausch sehr offen wurde und wir wirklich schnell und effektiv Themen umsetzen konnten. Das zweite war die Kommunikation zwischen den verschiedenen Sektoren.
Der ambulante Bereich, der stationäre Bereich hat in der Bewältigung zusammengearbeitet. Und das ist etwas, wo ich glaube, da können wir noch mal draus lernen. Diese agilen Entscheidungsstrukturen waren ganz wesentlich. Mhm. Das Zweite, Sie haben es schon mit der Kommunikation angesprochen. Das Zweite ist auch, dass das System leistungsfähig war, macht einem umgekehrt aber auch natürlich das Thema jetzt schwierig. Und jetzt kommt die wirtschaftliche Situation, weil wir müssen uns überlegen, wir stehen insgesamt im Gesundheitswesen vor einem großen Strukturwandel, der jetzt schon stattfindet. Mhm. Das Problem ist der Fachkräftemangel, der dazu führt, dass wir viele Bereiche im Moment nicht gut organisiert bekommen. Das trifft den ambulanten Bereich, den stationären Bereich. Und das Thema Wirtschaftlichkeit ist da ein ganz großer Treiber dabei, weil über die Wirtschaftlichkeit jetzt ein ungeordneter Strukturwandel erfolgt. Themen sind nicht mehr gut abbildbar. 2020, im ersten Jahr der Pandemie, hat es hervorragend funktioniert mit der Leerstandspauschale, wenn ich in den Mittelwert schaue. Aber ich habe an den Rändern Probleme gehabt. Die Leerstandspauschale war eine Durchschnittsbetrachtung. Häuser, die relativ gesehen mehr Umsatz pro Bett haben, sind damit nicht gut gefahren. Und ich muss ganz offen sagen, die Initiative Baden-Württemberg, da noch was draufzugeben, hat uns tatsächlich 2020 gerettet. Und wir sind damit finanziell stabil geblieben. Und was ich von den anderen Krankenhäusern höre, war das genauso. Das heißt, das Jahr 2020 war wirtschaftlich nicht das Thema. Aber 2021 wird jetzt problematisch. Und was wir im Moment erleben, die wirtschaftliche Situation im Gesundheitswesen wird schwieriger. Wir haben Regularien im Umfeld, Pflegepersonal-Untergrenzenverordnung, nur mal so ein Stichwort zu nennen. Wir müssen mehr Menschen eigentlich einstellen. Der Markt ist leer. Wir müssen, um genügend Fachkräfte zu bekommen, höhere Preise zahlen, die aber nicht gegenfinanziert sind. Und da kommt meine Sorge. Was wir im Moment erleben, ist ein ungerichteter Strukturwandel. Wir schließen Bereiche. Wir können nicht so anbieten, wie vielleicht der Bedarf ist. Und da muss man, glaube ich, noch mal sich Gedanken machen, wie man das deutlich verbessern kann. Das heißt, wie gut können Sie denn finanziell, wirtschaftlich gerade planen überhaupt? Also es ist so, dass die Auskömmlichkeit dessen, was man macht, zunehmend schwieriger wird. Man sieht es ja auch, wenn man sich die Zahlen und auch den Forecast, die Prognose für Baden-Württemberg anschaut. Die Krankenhäuser Baden-Württemberg als Beispiel sind in der Summe, je nachdem, in welche Statistik Sie schauen, betriebswirtschaftlich jetzt doch zunehmend mehr ein Bereich, wo eben keine schwarze Null mehr möglich ist, sondern ein Defizit entsteht. Und dadurch passiert dann natürlich Folgendes, je nach Trägerschaft, dass Sie dann in Bereichen auch kürzen müssen. Und das wird dazu führen, dass wir strukturell Anpassungen erleben. Kleine Häuser werden schließen müssen aufgrund der Ökonomie. Und das ist genau der Punkt. Die Frage ist, ob dieser Strukturwandel, der über die Ökonomie getrieben wird, sinnvoll ist. Weil ich brauche gleichzeitig die qualitativ gute Versorgung der Fläche. Und ich glaube, da steht die Aufgabe jetzt, wie wir zwischen den Sektorgrenzen zusammenarbeitend uns auch Elemente überlegen, wie wir die Qualität in der Fläche erhalten. Also was passiert im Moment durch den wirtschaftlichen Druck, ist ein Strukturwandel. Frau Boris, wie stellt sich denn das für Sie im Moment dar? Also gerade diese Zusammenarbeit, die Herr Alter angesprochen hat, zwischen der, ich sag mal, Spitzenmedizin in den großen Städten und der Versorgung dann in eher ländlichen Gebieten. Also ich glaube, zusammenfassend muss man erstmal sagen, dass die Interaktion zwischen der Universitätsmedizin und den regionalen Krankenhäusern, der regionalen Versorgung generell sehr gut läuft. Ich kann noch gerne ein Beispiel geben, zum Beispiel bei uns das Augennetzwerk ist ein Netzwerk Südbadens, wo wir vom Universitätsklinikum mit den Niedergelassenen zusammen eine Plattform entwickelt haben, um den Austausch, Informationsaustausch, Daten für den Patienten zu haben, schneller zu agieren, schneller eine Behandlung einzuleiten, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Oder auch Südbaden Live, wo wir versuchen, die Allgemeinmedizin zu den Niedergelassenen strukturell, aber auch mit Weiterbildungswesen voranzubringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir von der Universitätsmedizin weiterdenken. Oder, wir haben es ja jetzt mehrfach gehört, perfekt, wie wir in der Corona, also perfekt, aber wie gut wir, wie schnell wir gehandelt haben von der Universitätsmedizin zu den regionalen Krankenhäusern, um die Bürger zu versorgen, um die Patienten zu versorgen. Aber es gibt immer ein Aber und das ist auch schön, dass wir das Forum dafür haben. Wir müssen natürlich noch besser werden. Ja? Was heißt das, noch besser werden? Wir haben es ja eben auch in dem Film gehört, Digitalisierung spielt eine große Rolle, weil alle diese Innovationen, diese Spitzenmedizin, personalisierte Medizin, die wir wirklich vor Ort voranbringen, wo wir Forschungsergebnisse haben, in die Translation überführen, die muss ja dann auch schlussendlich mit dem Innovationsprodukt, mit der App oder mit der Telemedizin wirklich an jede Ecke
in Baden-Württemberg ankommen. Nicht nur in den großen Städten, sondern wirklich bei den Bürgern von Ort und auch vor den niedergelassenen Ärzten. Es bringt uns nichts, die tollste App zu haben, wenn ich aber kein Internet habe, nicht erreichbar bin. Das sind diese Strukturen, die wir unbedingt aufbauen müssen. Und was ganz wichtig ist, Digitalisierung heißt nicht nur Infrastruktur 5G, sondern wir befinden uns in der Transformation. Was heißt das? Wir müssen die Bürger, die Patienten von Baden-Württemberg mitnehmen, in dieser Digitalisierung groß zu werden, wenn also ich das mal so sage. Genau, sie müssen den Mehrwert sehen. Und das ist immer das Schwierige am Anfang. Das ist nicht nur in der Allgemeinheit so, sondern auch im Berufsleben. Es kommen neue Innovationen, Digitalisierung, ein neues System. Da ist immer erstmal Angst und Schrecken und es ist kompliziert, es ist mehr Arbeit. Es ist immer im ersten Moment vielleicht mehr Arbeit, aber wir müssen auch die Bürger mit an die Hand nehmen und sehen, was ist der Gewinn davon? Was bringt es im Endeffekt? Und diese Strecke, denen zu zeigen, was ist der Mehrwert und der Nutzen, den müssen wir unterstützen, den müssen wir begleiten, weil nur so können wir alle mit einbeziehen und ihnen auch klar machen, Digitalisierung ist ein Nutzen für alle, aber auch gleichzeitig wieder Digitalisierung heißt, Daten zurückzubekommen. Und wir haben ja das Wort Daten schon ganz oft heute gehört. Wir müssen die Daten wieder nutzen, um neue Informationen, neue Produkte innovativ zu veranlassen beziehungsweise zu entwickeln und dieses Geben-Nehmen, ja, wir haben jetzt auch Open Source gehört, aber wirklich geben, nehmen, das müssen wir beispielhaft umsetzen und in diesen Punkten wirklich, da können wir noch verbessern. Also noch ein bisschen Werbung machen. Wir schauen jetzt noch ganz schnell in den dritten Bereich, mit dem sich das Forum beschäftigt. Und wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, dann müsste das der Bereich Wissenschaft sein, den wir noch offen haben. Welche Wissens- und Innovationslücken haben sich durch die Pandemie aufgetan? Und wie können wir sie schließen? Die aktuelle Covid-19-Pandemie hat uns ja dramatisch vor Augen geführt, dass das akademisch-universitäre Umfeld höchst erfolgreich war im Generieren von Ergebnissen in der Grundlagenforschung. Wir haben aber auch gesehen, dass das Übersetzen in die Anwendung, die sogenannte Translation, sehr viel schwieriger ist, als wir geglaubt haben. Darum lassen Sie uns doch jetzt bitte die Sache zum Anlass nehmen, um Translation als unsere Aufgabe zu sehen und auch in die Curricula einfließen zu lassen. Die Geschwindigkeit der Corona-Pandemie hat uns aber auch aufgezeigt, dass wir für diesen Innovationsprozess zu lange brauchen. Hier müssen wir alle Stakeholder miteinander vernetzen. Innovationen müssen in Zukunft in Netzwerken stattfinden, in denen Prozesse der Innovation auch synchron ablaufen können. Gerade beim Thema Digitalisierung müssen wir jetzt ansetzen. Die Verknüpfung der einzelnen Systeme, die Verbindung von Wissenschaft und Krankenversorgung. Wir brauchen den Schutz geistigen Eigentums für die Entwicklung neuer Therapien. Innovationen sind ohne Patentschutz nicht möglich. Starten Sie mit uns in eine Diskussionsrunde darüber, wie ein optimales Innovationsmanagement für Wirtschaft und Wissenschaft gelingen kann. Herr Professor Alter, Corona hat sicher gezeigt, zu was wir alles fähig sind, welche Innovationen auch in ganz kurzer Zeit entstehen können. Trotzdem gab es ja auch Innovationslücken. Wo sehen Sie die oder sahen Sie die in der Pandemie? Also zunächst muss ich auch wieder mit einem guten Beispiel anfangen. Oh, ich gucke auf die Uhr. Wir wissen, dass ganz viel gut gelaufen ist. Nein, aber das ist, glaube ich, wichtig, weil wir können daraus lernen. Denn was wir nämlich erlebt haben, dass der ganze regulatorische Prozess deutlich schneller ging. Die Tests, von denen wir vorher gesprochen haben, konnten sehr viel schneller zum Einsatz kommen. Wir haben es bei den Arzneimitteln erlebt. Ich glaube, das Thema Geschwindigkeit war was ganz Wesentliches. Das Zweite, was ich sehr spannend fand, dass sich zum Beispiel die Automobilindustrie plötzlich für Beatmungsgeräte interessiert hat. Wir hatten 3-4 Automobilzulieferer, die plötzlich Beatmungsgeräte bauen wollten. Das heißt, dieser Transfer von innovationsstarken Bereichen für die Gesundheit war etwas Positives. Und die Lücken sind tatsächlich die, in dem Moment, wo wir wieder Geschwindigkeit verloren haben, war die Kraft weg, schnell Lösungen zu entwickeln. Und das ist etwas, was dann im Verlauf der Pandemie auch gegriffen hat. Aber prinzipiell würde ich mal sagen, die Pandemie war eher ein Beispiel dafür, wie man es besser hinbekommt, Innovation schneller umzusetzen. Was muss passieren, damit wir diese Innovation auch in Zukunft möglichst schnell eben zu den Menschen bringen, die sie brauchen?
Also ich kann es nur aufgreifen, die Schnelligkeit benötigen wir. Mhm. Und wir haben es heute schon oft genug gehört, wir brauchen einen gestaltenden Datenschutz, weil wir haben viele Innovationen, die wir aus der grundlegenden Wissenschaft an der Universitätsmedizin hervorbringen können, aber scheitern dann manchmal an zu langen Datenschutz- oder Ethikregeln. Und was auch ganz wichtig ist neben Datenschutz, dass wir gemeinsam die Kooperation mit der Industrie klar darlegen und klar nutzen können. Mhm. Weil nur so können wir die Innovation auch zusätzlich beschleunigen und effektiver nutzen und voranbringen. Ich glaube, dass diese Punkte Datenschutz, Kooperation mit Industrie und die Digitalisierung, das sind die drei Punkte, also die so uns voranbringen. Übergreifendes Innovationsmanagementsystem oder? Ja. So kann man es auch sagen, genau. Ja. Aber an diesem Punkt müssen wir arbeiten, weil ich glaube, wir haben noch genügend To-Dos, Hausaufgaben, wenn ich das so sagen darf. Das Forum bietet jetzt eben, wie Herr Altscher gesagt hat, mit den Playern zusammen, die genau Expertise darin haben, diese Dinge umzusetzen. Wir haben eine ganze Menge Fragen im Chat. Also ich bin 43, aber so gut sind meine Augen nicht mehr, dass ich diese Fragen jetzt hier lesen kann. Also ich kann mal ein Stückchen nach vorne gehen. Können wir das ein bisschen größer machen? Es gibt eine Anregung aus dem Chat. Ja, schlimm, dass wir uns erst jetzt bewegen, wenn der Druck von außen so groß wird. Also vielleicht daran mal arbeiten, ist die Frage. Ich glaube, das kann man als Konsequenz aus dieser ganzen Pandemie einfach mal hinnehmen. Der Druck von außen war da und dann ist was passiert und dahinter gehen wir auch nicht mehr zurück, oder? Dieses Tempo, diesen Innovationsdruck, den wir jetzt umgesetzt haben, den steigern wir höchstens noch. Genau. Es ist ein bisschen, es tut mir ganz arg leid, aber es kommen immer so technische Hinweise auch. Versorgungsmanagement im Sinne der Überwindung sektoraler Versorgungsbrüche. Ist es nicht mindestens so wichtig, dagegen anzugehen, wie eben die Hightech-Medizin zu fördern? Eine Frage, die ich vielleicht mal an Sie weitergebe. Würden Sie sagen, ja, machen wir eh schon oder ja, da haben wir noch Luft nach oben? Also ich persönlich sage, wir müssen da deutlich besser werden. Aber wir werden das einfach dadurch erleben, dass wir diesen Fachkräftemangel haben. Wir haben ja gar nicht mehr die Fachkräfte, um alle Sektoren zu bestücken. Und das wird dazu führen und die Digitalisierung noch als großer Treiber, dass wir hier deutlich besser zusammenarbeiten werden. Die Frage ist nur, ob wir es nicht noch aktiver unterstützen müssen. Also ich weiß, es gibt ganz viele Fragen, aber wir haben ein technisches Problem. Ich kann die Fragen nicht mehr lesen, weil die Uhr einfach drüber ist. Herr Kindervater, wollen wir es so machen, dass wir die Fragen im Chat, dass wir die einfach sammeln und dass wir dann die im Anschluss irgendwie vielleicht, ja, weiß ich jetzt auch nicht, nach dem Forum schriftlich beantworten. Also es tut mir leid, technische Probleme, sowas kommt auch nach der Pandemie, nach diesem ganzen technischen und Digitalisierungsschub noch vor. Wir bitten, dies zu entschuldigen und liefern dann entsprechend nach. Ich danke Ihnen jetzt auf jeden Fall, dass Sie sich hier meinen Fragen zumindest gestellt haben. Die Hausaufgaben kommen dann später, die Fragen aus dem Forum, aus dem Plenum, die dürfen Sie dann im Nachgang beantworten. Ich danke Ihnen, Ihr Applaus nochmal. Hartnäckige Viren erfordern hartnäckige Virologen. Mit diesem Zitat sind wir in den Tag eingestiegen. Und nicht nur die Viruspandemie erfordert natürlich eine gewisse Hartnäckigkeit, sondern auch Hartnäckigkeit braucht es, wenn wir gemeinsam, Sie alle, den Wandel im Gesundheitssystem mitgestalten wollen. Die Gesundheitsbranche hat einen entscheidenden Anteil an unser aller Leben, am Wohlstand und am Wohl hier auch der Menschen in Baden-Württemberg. Und deshalb brauchen wir eben Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die Innovationen, Entwicklungen und Fortschritt vorantreiben. Menschen wie Sie, die Sie heute hier sind, die Sie heute draußen an den Bildschirmen unserer Veranstaltung verfolgt haben. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie einfach da waren, dass Sie auch noch mitdiskutiert haben, dass Sie sich engagieren an ganz vielen Stellen, in ganz vielen Bereichen. Ich wünsche Ihnen für alles, was Sie anpacken, Sie können sich es wahrscheinlich schon denken, eine ganz große Prise Hartnäckigkeit auch. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr wiedersehen, dann zum 4. Jubiläum des Forums. Ich habe nur noch mal ganz kurz nachgeguckt. Das wäre dann sozusagen die seidene Hochzeit und da wird es weich und wunderschön werden. Also sagt auf jeden Fall mein Eheratgeber. Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit dabei sind. Ich lade Sie jetzt noch herzlich ein zum gemeinsamen Mittagessen und wünsche Ihnen dann morgen noch eine gute Veranstaltung. Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie dabei waren und bleiben Sie hartnäckig.